Herzlich willkommen von mir, von der Klimaliste Rheinland-Pfalz, an alle Zuschauerinnen und Zuschauer und natürlich an unsere Gäste hier, die mit auf dem Podium sind. Wir haben heute ein ganz interessantes Thema: die Perspektiven für Landwirtschaft, für den Boden, die Artenvielfalt und auch die vielen Möglichkeiten, die es für Klimaschutz dabei gibt. Ich habe da ein bisschen mitgeschrieben an unserem Klimaplan, also unserem Wahlprogramm, und fand es super interessant zu sehen, was es da alles für Möglichkeiten gibt, die ich davor einfach überhaupt noch nie gehört hatte und gar nicht kannte. Deswegen haben wir die Veranstaltung hier heute und ich freue mich schon drauf und es wird bestimmt super interessant. Genau, wir haben drei Gäste hier auf der Bühne mit. Das ist zum einen Joachim Böttcher vom Hengsbacher Hof. Der ist auch Vorsitzender der Stiftung Lebensraum, Mensch, Boden, Wasser, Luft. Genau. Dann Franz Botens, zweiter Vorsitzender vom Imkerverband Rheinland-Pfalz und auch im Vorstand von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Und Daniel Krey ist Professor an der Hochschule Offenburg und arbeitet da unter anderem an erneuerbaren Energien, aber auch Pflanzenkohle und ist auch Initiator von Landwirtschaft 5.0, einem ganz interessanten Konzept, das wir gleich noch ein bisschen auch zum Anfang in mehr Details besprechen werden oder euch zeigen werden. Genau, und ich bin Beatrice Bettnatz, ich bin 26 Jahre Physikdoktorandin in Mainz und Spitzenkandidatin von der Klimaliste und auch Direktkandidatin in Mainz 3. Und genau, wie ich gesagt habe, ich habe an dem Bereich Landwirtschaft von unserem Klimaplan ein bisschen mitgeschrieben und fand es ein super interessantes Thema. Mir den Link erstmal per Mail schicken. Ja, deswegen durch die heute mit durchmoderieren. Okay, ich glaube, viel ist eh noch nicht passiert. Und ich würde fragen. Ich bin Tobi, mal stumm schalten. Ja. Okay, perfekt. Super. Und ich würde vorschlagen, dass wir erstmal mit einem Video einsteigen. Daniel Krey hat ein spannendes Video aufgenommen und mitgebracht zu Landwirtschaft 5.0, das so ein bisschen visualisiert, was es für Möglichkeiten gibt. Also ein Baustein von den Möglichkeiten, sagen wir mal, was ich super interessant fand, so zur Visualisierung, um einfach zu sehen, worüber wir jetzt als erstes reden wollen. Genau, du darfst gerne deinen Bildschirm teilen und das zum Start zeigen. Die Landwirtschaft kann vom gefühlten Problem zur großflächigen Lösung werden. Wie kann das gehen? Naja, schließlich wird die Hälfte unserer Landfläche landwirtschaftlich genutzt. Wie wollen wir in Zukunft diese Fläche sinnvoll nutzen? Schauen wir uns den Acker anhand einer Miniatur an. Zum Beispiel an einem Quadratmeter Ackerfläche. Grundsätzlich wachsen darauf bisher nur unsere Lebensmittel. Da geht aber noch viel, viel mehr. Insekten und Vögel brauchen Nahrung und Lebensraum. Und wir brauchen die Insekten für unsere Lebensgrundlagen. Die Biotope der Insekten und Vögel müssen gut vernetzt sein. Die Pflanzen auf dem Acker entziehen der Luft CO2. Die Pflanzenkohle kann es uns ermöglichen, diesen Kohlenstoff dauerhaft im Boden zu binden im Kampf gegen den Klimawandel. Daher müssen wir zusätzlich Biomasse anbauen, um diese Pflanzenkohle produzieren zu können. Ja, und nicht nur deswegen brauchen wir jede Menge Solarstrom. Aber dafür gutes Ackerland zubauen? Entweder oder ist die falsche Frage. Wir kombinieren alle Aspekte. Die Photovoltaik kommt in 5 Meter Höhe, die Traktoren können weiter darunter arbeiten und das nennen wir Agrophotovoltaik. Links und rechts vom Acker schneiden wir 5% ab. Links ein Streifen für die Biodiversität, rechts ein Biomassestreifen als Substrate zur Herstellung der Pflanzenkohle. Durch die Pflanzenkohle steigt der Ertrag an Lebensmitteln und der Kohlenstoff bleibt unten und hilft uns im Kampf gegen den Klimawandel. Außerdem werden die Böden resistenter gegen Dürreereignisse, weil die Pflanzenkohle sehr gut das Wasser speichert. Jetzt stellt euch noch elektrische Landmaschinen vor, die mit Solarstrom betrieben werden und fertig ist der Landwirtschaft 5.0 Acker. Landwirtinnen und Landwirte, die so wirtschaften, sollten von der Gesellschaft fair entlohnt werden, denn sie helfen aktiv mit, die größten Probleme unserer Zeit zu bewältigen. Super, vielen Dank. Genau, ich würde ganz kurz noch was zum Ablauf sagen und dann würden wir einsteigen noch mit der, also
Diskussion oder eine Erklärung dazu, dem Gespräch. Also wir dachten, dass wir jetzt erstmal ein bisschen reden über Boden, Humus, Pflanzenkohle, was es da für Möglichkeiten gibt. Und dann davon übergehen zu Biodiversität. Da gibt es ganz viele Synergien, ganz viele Möglichkeiten, wie das auch zusammenhängt, aber auch nochmal andere Möglichkeiten, was für Biodiversität wichtig ist. Und dann von da nochmal weitergehen zu anderen Formen von regenerativer Landwirtschaft und was allgemein notwendig ist und was es auch einfach für viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Und wir würden jetzt anfangen so mit dem Bereich Boden, Humus, Pflanzenkohle. Und ich würde vorschlagen, dass Daniel erstmal ein bisschen was dazu sagt, was das eigentlich ist, was da wichtig ist. Genau, und Joachim dann gerne ergänzen kann und Franz natürlich auch. Ja, ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung heute Abend. Und ja, ich weiß jetzt nicht, was Achim und Franz, was ihr studiert habt sozusagen, aber jetzt hier sind die zwei Physiker, die sich über Landwirtschaft unterhalten. Ja, Bea, du studierst Physik, ich habe Physik studiert. Also muss man schon mal sagen, die ganz Fachfremden sitzen jetzt hier auf dem Podium. Ich hoffe, ihr habt beide einen stärkeren Bezug noch zur Landwirtschaft. Ja, wir haben das Video jetzt schon mal gesehen, das ist ja so ein gesamtes Konzept, wie eine Landwirtschaft in Zukunft aussehen kann und wie kommt ein Physiker überhaupt dazu? Also natürlich vom Solarstrom, wo man unten drunter noch Lebensmittel erzeugen kann. Und auf der anderen Seite, ich habe ja an der Hochschule Offenburg, bin ich in der Umwelt- und Energieverfahrenstechnik tätig. Da halte ich eine Vorlesung über Biomasse. Und da gibt es so viele Technologien, die ich mir angeeignet habe seit 2012. Und die Pflanzenkohle ist meines Erachtens das Spannendste. Und wenn wir jetzt mit Landwirten arbeiten, die sagen auch, oftmals von den fünf Elementen der Landwirtschaft 5.0 ist die Pflanzenkohle so das Spannende. Was macht die so spannend? Naja, es ist irgendwo etwas Archaisches, sage ich mal. Also etwas, was sowieso in der Natur passiert. Also wenn wir alte Böden aufgraben, so wie das in Amazonien auch passiert ist, findet man alte Holzkohlereste im Boden. Da sieht man schon dran, dass dieses Material, wenn wir es in den Boden einbringen, jetzt erstmal nicht abgebaut wird oder selbst nach Tausenden von Jahren ist das noch da. Und zweitens stellen wir fest, dass insbesondere die ukrainischen Schwarzerdeböden, die so die fruchtbarsten Böden sind, die wir überhaupt kennen, bis zu 40% sogenannten pyrogenen Kohlenstoff enthalten. Also im Wesentlichen ja, Kohlenstoff, der aus Waldbränden entstanden ist. Das ist Pflanzenkohle letztendlich. Und wir versuchen jetzt das, was in der Natur ohnehin passiert, und was in den fruchtbarsten Erden der Böden als wesentliches Element enthalten ist, zusätzlich quasi noch einmal neu in die Landwirtschaft hineinzubringen. Weil man hat tatsächlich herausgefunden, dass in einem landwirtschaftlichen Handbuch, also wie ausgebildet wurde, so ums Jahr 1850 herum, war die Anwendung von Holzkohle ganz normal in Böden. Also zwar haben die Landwirte und Landwirtinnen damals ohnehin schon so gelernt, ist irgendwo in Vergessenheit geraten. Und nun kommen wir darauf wieder zurück und wir machen das natürlich ein Stück weit sauberer als damals. Also wir müssen natürlich gut darauf achten, dass diese Pflanzenkohle so hergestellt wird, dass da keine Schadstoffe drin sind, die uns irgendwie den Boden vergiften können, ganz entscheidend. Und dafür wurde auch ein gutes, sehr gutes Zertifikat entwickelt, das sogenannte EBC, European Biochar Certificate. Das ist also wichtig, wenn man Pflanzenkohle kauft und das ein Zertifikat drauf ist, dann weiß man, keine Schadstoffe kommen in den Boden. Und da passieren jetzt total spannende Sachen. Ja? Also Pflanzenkohle ist nicht gleich Pflanzenkohle, aber man kann doch schon vieles, sage ich mal, in Kategorien beschreiben. Ist quasi wie ein großer Kohlenstoffschwamm. Und dieser Schwamm kann natürlich sehr gut Wasser aufnehmen und speichern. Und wenn man die Pflanzenkohle zum Beispiel mit kompostiert hat, das sind die beiden Best Friends, Kompostierung und Pflanzenkohle zusammen, eben eine sehr, sehr fruchtbare Erde. Und dann kann die Pflanzenkohle auch Nährstoffe speichern und wieder abgeben. Die wird dann so ein bisschen für das, also die belebt den Boden dadurch, dass sie der Mikrobiologie, die wir ja dringend im Boden brauchen, auch eben um Humus aufbauen zu können, wirkt quasi wie so ein 24 Stunden geöffneter Supermarkt, kostenlos, wo sich die Pflanzen bedienen können. Was sie halt gerade brauchen, was zu trinken, was zu essen, findet man da drin. Und der tolle Nebeneffekt ist, dass wir damit eben diesen Kohlenstoff festhalten können. Wir suchen ja alle verzweifelt nach Methoden, Kohlenstoff aus der Atmosphäre zu entziehen, zusätzlich
zu Energiesparen und erneuerbaren Energien ausbauen. Da kommt man nur bis auf ungefähr 20% Restemissionen. Was machen wir da? Ja, da müssen wir was anderes machen. Na, wir brauchen Entzugstechnologien und da ist die Pflanzenkohle ganz vorne mit dabei. Zusammen mit der Forstwirtschaft, also mehr Holz in den Wald stellen und auf der anderen Seite der Humusaufbau, wo Achim ja wahrscheinlich auch noch was drüber sagen wird. Und die Pflanzenkohle hat Synergien in diese beiden Richtungen. Das ist das Schöne. Das ist so ein, es ist ein verbindendes Element dazwischen. Und man kann es auch mit super einfachen Mitteln machen, so wie die Maya das quasi damals im Regenwald gemacht haben. Man kann ein Loch in den Boden graben, da kann man Pflanzenkohle drin machen. Und wir sind jetzt gerade dabei, das im großen Maßstab zu machen, dass das sicher und sauber in den Boden reinkommt und viele andere Anwendungen auch. Und dabei unsere Böden davon profitieren. Da ist die Schweiz und Österreich schon weiter, was die Rechtsprechung angeht, die Zulassung angeht. Aber auch in Deutschland kommen wir jetzt langsam dahin, dass das in der Breite zugelassen ist. Wir arbeiten jetzt zum Beispiel auch im Demeter-Betrieb, der auch jetzt wiederholt die Ausnahmegenehmigung bekommen hat. Aber es gibt schon kommerzielle Produkte, die gut funktionieren im Boden. So, das ist vielleicht so der Anfang zum Thema Pflanzenkohle. Boah, danke. Ich würde noch kurz einwerfen, Pflanzenkohle und auch Humusaufbau ist immer ein Thema, wo es wahnsinnig viele Fragen zu gibt. Auch gerade, wenn ich mit Landwirten und Winzern und so darüber rede, weil es natürlich was ist, was auch gerade Landwirte immer gesagt bekommen, ja, macht mal Humusaufbau, aber es ist halt gar nicht so einfach. Ja. Was auch total wichtig ist, nochmal zu betonen, also es ist kein einfaches Thema, über das wir hier reden. Nein. Und da schreibt einfach super gern Fragen in den Chat und schreibt auch Kommentare in den Chat, also auch wenn ihr sagt, hier, das ist ein Problem, das müsst ihr unbedingt berücksichtigen, schreibt es gern rein und genau, kommentiert fleißig. Ja, wollte ich nochmal einwerfen und dann würde ich erstmal übergeben an Joachim, der auch aus der Perspektive, auch von Seiten, was man da, wie man das wirklich umsetzen kann und so, nochmal ganz viel auch Erfahrung zu hat und total spannende Sachen zu erzählen kann, immer wieder. Ja, gerne. Also Daniel, auch mal vielen Dank, ja, für die Vorleistungen, ja, die mich jetzt dazu führen, auch nochmal zu erklären, was Therapeta eigentlich ist. Also du hast erzählt, dass diese Pflanzenkohle auch im Amazonasgebiet gefunden wurde, in den Böden dort. Ja, das ist absolut richtig. Und das war eigentlich auch das Thema, wie ich darauf gekommen bin. Und zwar im Jahr 2005, da wurden die ersten wissenschaftlichen Veröffentlichungen zum Thema Therapeta auf den Weg gebracht und meistens in japanischer Sprache oder Englisch. Das Weitere war okay und dann bin ich dann irgendwie durch Zufall auf das Thema Therapeta gestoßen und ich fand das super spannend bei allen Dingen, die da zu lesen waren, dass die Wissenschaft der Welt geschrieben hat, ja, das ist sehr spannend und das ist ein extrem fruchtbarer, von Menschen hergestellter Boden, 7000 Jahre alt und so weiter. Da dachte ich, oh, wow, das ist ja Wahnsinn, ja, aber irgendwie kam immer am Ende raus, sie wissen viel, aber sie wissen eben nicht, wie dieser Boden hergestellt wurde, ja, und dann habe ich gesagt, das kann doch nicht sein, ja, ich bin Praktiker, ich komme aus dem Gartenbau, ich bin in der Gärtnerei groß geworden. Und hey, wir haben doch schon so viele Dinge irgendwie pragmatisch lösen können oder praktisch lösen können. Und so habe ich mich da reingefuchst und bin dann eben 2005 richtig so weit gekommen, dass ich dann erstmal hier am Hengsbacher Hof eigene Substrate hergestellt habe. Da haben wir die Holzkohle noch bei Raiffeisen gekauft, das Grillkohle. Ja, wird man heute nicht mehr machen, wenn du den Kunden gesprochen hast. Aber es hat scheinbar doch funktioniert. Wir haben also ganz tolle Substrate erzeugt. Ich habe 10 verschiedene mit Biomassen, also mit Gärresten und was wir alles so bekommen haben, Festmist und so weiter, Ernteresten. Und dann, ja, das im Garten eingebracht und es hat sofort, ey, gewirkt, ja. Im Vergleich zu Kompost, wir hatten das auf dem anderen Beet Kompost, sofort einen sehr positiven Effekt. Ja, also die Pflanzen sind einfach gesünder gewesen, vitaler, kräftiger. Das war beeindruckend, ja, und dann haben wir das irgendwie auch bekannt gegeben. Und dann kamen als erstes die australischen Therapeta-Forscher hierher, so, ja, und haben dann, waren fasziniert, die waren den ganzen Tag da, die waren sogar so lange da, dass sie den Flieger in Frankfurt verpasst haben. Auf jeden Fall, was dann so, Herr Böttcher, wir sind begeistert. Ja, wir sind beeindruckt und vor allen Dingen auch, dass Sie uns sagen, dass wir nicht nur herausfinden müssen, wie diese Therapeuta hergestellt wurde, sondern dass viel wichtiger ist, zu schauen, was wir heute überhaupt damit machen können. Ja, wir haben viele Probleme in der Welt und vielleicht können wir die wirklich auf die Art und Weise auch zum Teil lösen. Weil das war mein Ansatz. Ne? Wenn, dann müssen wir auch richtig, ja, dann müssen wir jetzt damit umgehen. Okay. Und dann haben die gemeint, aber noch eins, ja, das wollten wir Ihnen noch mitgeben. Also Sie haben das scheinbar ganz gut rausgefunden, aber wir würden auch gerne wissenschaftlichen Beweis dafür sehen. Ja, und da haben wir das tatsächlich gemacht. Und zwar haben wir dann mit dem SALF in Brandenburg, das ist so ein Labor für Bodenbiologie, haben wir dann eben unsere hier hergestellten Therapeta-Proben und Original-Therapeta-Proben aus verschiedenen Labors in Deutschland eben da
in dieses Labor hingebracht und die haben dann den genetischen Fingerprint gemacht, also die PCR-Methode, ja, und haben eben einfach so die pilzliche und die bakterielle Population verglichen und dann kam genau das raus, was wir hier vermutet haben, nämlich dass es identisch ist, ja, egal ob das eben im Amazonasgebiet vor, ich sag mal, 5000 Jahren hergestellt wurde oder hier eben im Jahre 2007, 8000 Kilometer vom Amazonas entfernt. Ja, und genau das kam auch raus und damit haben wir offiziell den wissenschaftlichen Beweis geführt. Also das war so das erste Thema und dann haben wir uns wirklich mit dem Thema Pflanzenkohle Therapeuta so beschäftigt, dass wir eben auch einen Weg finden, was wir heute damit machen können. Und es gibt inzwischen ganz viele verschiedene Anwendungen, ja, vor allem im Gartenbau, im Hobbybereich. Ja, wir haben Dünger auf dieser Basis, wir haben Kultursubstrate auf dieser Basis, wir haben Bodenverbesserer und so weiter. Aber das Problem, was du angesprochen hast, ja, ist nach wie vor nämlich, dass es noch nicht so richtig in der flächigen Landwirtschaft ankommt. Weil durch den Anteil an Pflanzenkohle sind diese Substrate immer noch relativ hochpreisig. Ja? Also so, dass sie sich ein Winzer durchaus ganz gut leisten kann, weil er auch eine bessere Wertschöpfung hat pro Hektar als ein Ackerbauer. Und wir wollen einfach eben das Thema Terra Preta noch viel mehr in die Landwirtschaft bringen, weil genau aus den Gründen, die du geschildert hast, Klimaschutz, ja, Wasserspeicherung, Klimaresilienz, muss das genau dahin. Und dabei irgendeine Lösung zu finden und irgendwie was Gemeinwohlorientiertes auch aufzubauen. Also wir denken über eine Therapeuta-Genossenschaft nach, wo dann wirklich überall regional solche Standorte entstehen können und wo Menschen, Akteure vor Ort eben oder Akteurinnen vor Ort wirklich dann mit ihren regionalen Biomassen einen Kreislauf aufbauen können. Ein ganz wichtiger Aspekt ist nochmal folgender. Wir haben ja auch ein echtes Grundwasserproblem. Ja, wir haben überall in Deutschland auf der Landkarte verteilt rote Flächen. Das sind die sogenannten Veredelungsregionen. Ja, so wird das von der Landwirtschaft bezeichnet. Ja, in Wirklichkeit sind das Regionen, wo das Grundwasser schon sehr stark belastet ist mit unter anderem Nitrat. Und das kommt eben leider von diesen sogenannten Wirtschaftsdüngern. Ja, ist auch ein toller Ausdruck für Gülle und Gärreste und Festmist, was man eben derzeit relativ pur auf die Flächen bringt. Und das ist einerseits nicht gut fürs Klima, weil gerade da auch viel Stickstoff enthalten ist. Dadurch wird Lachgas freigesetzt. Das heißt, wir belasten unser Klima nochmal deutlich mehr. Lachgas ist sehr klimaschädigend, deutlich mehr als CO2. Und zum Zweiten geht eben Nitrat immer mehr ins Grundwasser und wir belasten unser Grundwasser damit. Ja, und von den anderen Stoffen, die da unten ankommen, möchte ich gar nicht sprechen. Und wenn es eben gelingt, in den Betrieben mit dieser Terra Preta, mit Pflanzenkohle, diese Wirtschaftsdünger, Gülle, Gärreste und so weiter, Festmist zu behandeln, vorzubehandeln, dann haben wir das Problem gar nicht mehr. Und wir tun noch was Gutes für den Boden und für die Mikroorganismen, die so wichtig sind, den Humus aufzubauen. Es gab zwei Fragen im Chat, die passen ja nicht ganz gut rein und können wir schon mal fragen. Und zwar die Frage so, Pflanzenkohle ist cool und klingt cool, aber wie kriegen wir eigentlich genug Pflanzenkohle? Wo sollen wir die herbekommen? Also Kohle bildet sich ja nur in einer wahnsinnig langen Zeit. Warum ist es bei Pflanzenkohle anders? Also wo kommt Pflanzenkohle überhaupt her? Noch so ein bisschen, was muss sich ändern? Was für regulatorische Änderungen braucht es vielleicht, damit es genug Pflanzenkohle gibt, dass die auch auf einmal so günstig wird, dass sich Landwirte die leisten können oder dass sich das so flächendeckend verbreitet? Mhm. Ja, vielleicht kann ich was sagen zur Pflanzenkohle. Also wir machen das Ganze in einem Pyrolyseofen. Also das kann man sich vorstellen, letztendlich wie eine Konservendose, die man heizt, da ist kein Sauerstoff drin und dann kommt da Pflanzenkohle raus. So einfach ist es. Kann jeder ein Holzfeuerchen machen, umgedrehte Konservendose mit einem Loch oben einstellen, da kann man sich seine Pflanzenkohle selber machen. Wo kommen die Substrate her? Die können nahezu alles sein, also fast alle Biomassen, die anfallen, insbesondere Reststoffe, können sehr gut verkohlt werden. Zum Beispiel super geeignet sind Holzhackschnitzel. Das ist ein sehr gutes Substrat, aber auch Nussschalen zum Beispiel ist eine tolle Sache, sodass man das auch im Zusammenhang mit der Kompostierung, die zwei sollte man immer zusammendenken. Gibt es so einen schönen Spruch von Claudia Kammann, compost the best, pyrolyze the rest. Also kompostiere das den besten, den nährstoffreichen Teil, der geht in die Kompostierung, den feuchten Teil geht in die Kompostierung und dann hat man Strukturmaterial, holziges Material, das man in die Pyrolyse steckt und danach in die Kompostierung geht. Und dann kriegt man eine schöne, belebte Terra Preta quasi, was Artiges. Also von daher, es gibt sehr viele Hölzer. Man kann, wenn man über die landwirtschaftliche Anwendung hinausgeht, dann kann man noch viel mehr Materialien denken. Man kann Pflanzenkohle oder das Material, was aus der Pyrolyse rauskommt, um den Kohlenstoff festzuhalten, auch woanders reinstecken. Zum Beispiel in Beton oder in Asphalt,
wenn das Material jetzt nicht so sauber ist wie zum Beispiel irgendwelches Altholz, belastetes Altholz oder sogar Müll, kann man pyrolysieren und dann da reinstecken. Aber wenn die Frage sich jetzt ausschließlich auf die Landwirtschaft bezieht, dann würde ich antworten, ja, vor allen Dingen die holzigen, also Holzhackschnitzel, statt die einfach nur stumpf zu verbrennen in einem Heizkraftwerk oder in der Heizung, geht man lieber in die Pyrolyse, da kann man den halben Heizwert nutzen, um damit die Bude zu heizen. Und den anderen halben Heizwert, den hat man in der Pflanzenkohle. Ja, da gibt es genug Substrat, um das zu machen. Und natürlich muss man noch zusätzlich was anbauen, Thema Agroforst. Das ist ja unser zweites Element in der Landwirtschaft 5.0. Genau, vielleicht ergänzend, das, wie du schon sagtest, gibt eben diese Pyrolyseanlagen, wir sagen heute auch Karbonisierungsanlagen. Und es ist immer wichtig, dass die Biomasse, die wir da reinbringen, auch wirklich richtig gut genutzt wird. Ja, dass also einerseits natürlich immer der Wärmeaspekt gesehen wird. Also ich habe irgendwo, sagen wir mal, ein Gewächshaus oder ein Wohnhaus oder ein Neubaugebiet, wie auch immer, zu beheizen über ein Nahwärmenetz. Dann kann die Karbonisierungsanlage genau auf diese Wärmemenge ausgelegt werden. Ja, und dann kommt eben am Ende keine Asche raus, ja, sondern es kommt wirklich eine hochwertige Pflanzenkohle raus, die dann sogar eben dazu beiträgt, die Landwirtschaft in der Umgebung oder sogar in der Stadt zu versorgen. Ja, und so schaffen wir richtig tolle Kreisläufe. Und wenn wir im Sommer keine Wärme brauchen, ist es auch möglich, mit der Überschusswärme tatsächlich Strom zu erzeugen, ja, über verschiedene technische Methoden. Und vielleicht eins ist ganz wichtig, also man kann diese Karbonisierungsanlage im kleinen und im großen Maßstab bekommen. Es gibt also ganz kleine Anlagen, die haben eine Wärmeleistung von 30, 40 kW oder sowas. Das heißt, es ist optimal für einen Bauernhof mit Heutrocknung oder mit einer Stallanlage und Wohnhaus, Heizung. Ja, und nebenbei kommt eben eine Pflanzenkohle raus, mit der die Landwirtschaft dann eben sozusagen ihren Festmetzgülle und so weiter aufbereiten, Humus im Boden aufbaut. Bis zu was für Temperaturen kann man heizen? Also es gab die Frage, kann man so, wenn man jetzt in der Industrie irgendwie 500 Grad Celsius braucht oder so, geht das noch? Oder wo ist da die Grenze? Ja, also die Pyrolyse, die startet üblicherweise so bei 400 Grad und geht so bis 750, 800 Grad hoch. Je nachdem, wie man das haben will. Also wenn die Temperatur niedriger ist, dann ist die Ausbeute, die Kohleausbeute größer. Und die Eigenschaften der Pflanzenkohle sind nochmal bisschen anders, wenn man so die landwirtschaftliche Anwendung, Düngewirkung und so weiter sich anschaut, geht man vielleicht eher zu niedrigeren Temperaturen. Wenn man zu höheren Temperaturen geht, dann kommt man in den Bereich von Aktivkohle, dann wird die innere Oberfläche größer, die Filterwirkung wird größer. Also das kann man tatsächlich auch anpassen, bei welchen Temperaturen man arbeitet, ändert sich die Ausbeute so 20, 30, 40% Kohleausbeute, je nachdem, welche Temperatur man eben fährt. Aber 400 ist Minimum und Maximum, ich wüsste jetzt gar kein Maximum, ich glaube, ab 850 wird schwierig. Genau. Also technisch gesehen ist es einfach nur so, normalerweise ist es so, die Temperaturen werden der Größenordnung gefahren bei der Anlage und die Wärmeabnahme ist normalerweise in dem Bereich, wie die Heizenergie gebraucht wird, das sind so 80 bis 90 Grad, die da rauskommen. Ja. Und für die Verstromung werden etwas höhere Temperaturen gebraucht. Die sind so in der Größenordnung zwischen 105 und 120 Grad. Aber das lässt sich technisch alles sehr gut regeln. Ja, also das ist alles da und es muss nur umgesetzt werden. Und das ist auch so eines der Ziele, die wir haben, dass wir möglichst schnell und regional diese Thematik in die Fläche kriegen. Und vielleicht noch eins, hier geht es gar nicht um Industrie. Wir wollen gar nicht riesengroße Anlagen. Wir wollen eher so, sagen wir mal, regionale, dezentrale Anlagen aufbauen, wo dann die regionalen Biomassen verarbeitet werden. Ja, Stichwort Agroforst. Ja. Oder was wir gerade auch haben, was ein enormes Problem darstellt, ist das Schadholz in den Wäldern. Also die Förster haben Riesenprobleme, gerade eben das Holz loszuwerden, die Preise im Keller. Die Waldböden leiden auch sehr stark unter der Klimakrise. Und insofern, auch da ist eine riesengroße Ressource da. Ja, aber auf Dauer sollten wir arbeiten mit den Biomassen, die permanent nachwachsen. Ja, und deswegen eher so ein kleiner Kreislauf. Ja. Es gab noch einmal die Nachfrage zu dem Unterschied zwischen Pflanzenkohle und Terra Preta. Also im ersten Schritt bekommen wir Pflanzenkohle und wie machen wir dann aus Pflanzenkohle denn Terra Preta? Was ist da der Unterschied? Warum brauchen wir doch was ändern? Darf ich mal? Ja, bitte. Also. Praktiker, du weißt das.
Also es ist so, die amerikanischen Therapeuta-Forscher, die haben den großen Fehler gemacht, die haben damals gemerkt, in der Therapeuta ist eben Pflanzenkohle drin, ja, und haben dann eben auf einen großen Maßstab Pflanzenkohle auf ihre Äcker gebracht, ja. Das ist ein Forschungsprojekt gewesen, ja, und da muss ja alles immer deutlich größer sein als woanders. Auf jeden Fall haben die den meisten Weizen angebaut und plötzlich waren in den Flächen, wo die Pflanzenkohle drin war, ist der Mais nicht mehr gewachsen, ja, also war gelb, ist klein geblieben und so weiter. Warum? Weil, wie eben gerade Daniel schon sagte, die Pflanzenkohle, wenn Schwamm wirkt, ja, da werden auch die Nährstoffe aufgenommen und gehen nicht mehr an die Pflanze, wenn nicht von die Pflanze abgegeben. Und das ist der große Unterschied. Die Pflanzenkohle muss, um sie bevor sie in den Boden gebracht wird, biologisch aktiviert werden. Ja, und da gibt es eben zwei Möglichkeiten, eigentlich so im Großen und Ganzen. Die eine ist von Daniel gerade beschriebene Kompostierung. Ja, da habe ich aber so ein paar Vorbehalte, die kann ich auch gleich nochmal erläutern. Und die zweite ist die Fermentation. Das ist mehr ein anaerober Prozess am Anfang. Das heißt, die Pflanzenkohle wird mit diversen anderen Biomassen anaerob fermentiert. Das ist so ein Vorgang, der nennt sich Milchsäuregärung. Und dann entstehen bestimmte Mikroorganismen und Pilze eben, Pilze und Bakterien, die das System positiv beeinflussen. Ja, das ist also insgesamt interessanter als die Kompostierung. Warum? Ich darf es kurz sagen. Bei der Kompostierung haben wir einfach allein schon in der Rottephase ungefähr 50% Kohlenstoffverlust. Das heißt also, durch die biologische Umsetzung, ja, bei dem Rotteprozess wird CO2 in großen Mengen freigesetzt. Und am Ende bleibt die Hälfte der organischen Substanz übrig. Wenn wir fermentieren, dann bleibt die Biomasse erstmal stabil. Ja, und es geht also viel mehr am Ende auf den Boden oder auf den Acker. Und dann gehen da erst die Umsetzungsprozesse los. Aber wenn sie richtig gesteuert sind durch die richtige Mikrobiologie, die ich dann eben mit diesem Produkt in den Boden bringe, dann wird lange nicht so viel CO2 freigesetzt. Spannend. Also ich kenne da auch beide Sachen. Ich könnte es jetzt noch nicht so vergleichen. Also ich kenne Leute, die fermentieren und ich kenne Leute, die zusätzlich die auch kompostieren und wo beides einfach gut funktioniert. Was ich immer ganz gut finde, sich zu merken aus dem Buch Burn von Kathleen Draper und Albert Bates, die 4M, was man mit Pflanzenkohle machen muss, wenn die produziert ist. Also auf Englisch kann man sich das relativ leicht merken. Da ist erst micronize, das heißt also klein mahlen oder so, man muss es einigermaßen klein machen. Ein paar Millimeter ist vielleicht gar nicht schlecht. Micronize, dann kommt moisten, also befeuchten. Dann, weil das Zeug ist, wenn das pulverig ist, kann sich auch selbst entzünden. Übrigens, wenn es eine Kohle, das brennt ganz gut, ja. Also moisten. Und dann kommt mineralize, das heißt mit Nährstoffen beaufschlagen. Und dann kommt microbialize, also beleben. Und das ist ja eigentlich genau das, was Joachim jetzt sagte. Also entweder ich belebe es, naja, jetzt ich erkläre es meinen Studis immer so. Wenn die Pflanzenkohle aus dem Reaktor rauskommt, dann ist das quasi wie so ein Rohbau. Dann ist das einfach wie so eine Siedlung mit Rohbau, wo noch niemand lebt. Ist ja alles tot. 500 Grad kommt tot da raus, ja. So, und wenn man dann diese ganzen Schritte macht, dann macht man es erstmal klein, sodass da Einfamilienhäuser entstehen oder Mehrfamilienhäuser. Und dann sorgt man für fließend Wasser, wenn man es befeuchtet. Dann räumt man die Kühlschränke ein, wenn man die Nährstoffe reinbringt. Und dann sorgt man dafür, dass die richtigen Mieter einziehen. Weil das ist quasi in der Natur ja eigentlich immer so dieses Survival of the Fittest. Wenn ich irgendetwas, was vorher steril war, irgendwo hinbringe, ist die Frage, wer übernimmt den Laden? Ja, und deswegen möchte ich am liebsten die netten Kerlchen schon gleich mit drauf. Ja, wenn du jetzt fermentierst, dann hast du die Milchsäurebakterien da drauf. Das sind Anaerobia. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange die im Boden überleben, weil es ist ja dann aerob. Oder aber man zieht es durch die Kompostierung durch. Und wenn man eine sehr gute aerobe Kompostierung hat, das muss man natürlich auch richtig machen, ganz wichtig, ja, dann hat man die Humusbiologie. Und die möchte ich ja nachher im Boden tatsächlich haben. Ja? Also das heißt, dadurch habe ich dann, wenn ich das alles hintereinander mache, dann ist meine Siedlung quasi von den guten Leuten besiedelt und die haben was zu trinken und zu essen. Und dann geht es im Boden in die richtige Richtung. Ja, jetzt haben wir ja viel drüber über Pflanzenkohle geredet, was ja eigentlich schon die Lösung, also sagen wir nicht die Lösung, aber eine der Lösungsansätze ist. Einen Schritt zurück, bisschen zu Boden und wo sind eigentlich die Probleme und was gibt es sonst für Möglichkeiten? Weil einer der Gründe, warum wir über Pflanzenkohle reden, ist ja zum Beispiel, dass es jetzt durch den Klimawandel immer mehr Extremwetterereignisse gibt und dadurch die Böden austrocknen und es Probleme gibt mit Wasser in den Böden und Wasser halten in den Böden. Aber
natürlich, Pflanzenkohle ist ein Lösungsansatz auf viele unterschiedliche Probleme. Aber vielleicht könnt ihr noch mal kurz erklären, so, was sind eigentlich die Probleme, warum reden wir überhaupt über die Pflanzenkohle und was gibt es auch sonst für Möglichkeiten und worauf müssen wir insgesamt achten? Also es ist ja dann, es klang schon an, dass der Boden gesund ist, dass der genug Wasser halten kann, aber auch unser Grundwasser, aber natürlich auch die Artenvielfalt, Biodiversität, was im Moment auch ein Riesenproblem ist, Verlust von Biodiversität. Da gibt es ja viele Probleme. Vielleicht können wir einfach noch mal kurz so den Schritt machen, so, wo liegen eigentlich gerade die Probleme im Ganzen? Ja, also, Joachim, du darfst gerne anfangen. Also ich kann mal mit dem Boden anfangen, ja. Das ist nämlich auch ein Aspekt, ja, den wir ja gerade diskutiert haben. Und es ist einfach die Kernaussage, wir verlieren den Boden unter den Füßen weltweit. Und irgendwie haben wir auch gerade gehört von Daniel, in Deutschland sind die Landwirtschaftsflächen ca. 50%, also die Hälfte unserer gesamten Fläche ist Landwirtschaft. Ja. Und weltweit ist es so ähnlich. Ne? Es gibt natürlich auch noch mal größere Regenwälder, die noch da sind, aber nicht mehr lange, wenn wir so weitermachen. Wichtig ist mir, jetzt schon rüberzubringen, wir können unmöglich die Verantwortung für den Boden ein paar wenigen Menschen hinterlassen. In Deutschland sind es gerade mal unter 1% der Bevölkerung, die die Flächen bewirtschaften. Ja, also die derzeit mit Landwirtschaft kämpfen, beziehungsweise mit der Existenz oft. Ja, und also die auch wirtschaftlich mit dem Rücken an der Wand stehen. Die haben die Verantwortung gerade über den Boden. Und der Boden ist essentiell für uns alle, für das Überleben der Menschheit, für das Überleben aller Lebewesen auf diesem Planeten, für die Ressourcen und so weiter, auch fürs Klima. Und deswegen, das ist ein ganz großer Appell an alle, die jetzt zuhören, ja, bitte übernehmt Bodenverantwortung. Ich kann mal ein paar Zahlen nennen aus dem Weltatlas Wüstenbildung von der Böll-Stiftung, ja, 2018 veröffentlicht. Inzwischen sind weltweit 75% aller Landflächen degradiert durch Erosion, Versalzung, Austrocknung, Übernutzung, ja, durch alles, was wir sozusagen an Landnutzung gerade machen. Und wir haben eine jährliche Zunahme von 4,18 Millionen Quadratkilometer. Das ist ungefähr die halbe Fläche der EU. Die wir jährlich nochmal verlieren, ja, sozusagen an Boden, weltweit. In der EU haben wir fast 1 Million Tonnen Bodenverlust durch Erosion pro Jahr. Ja, das ist auch eine riesengroße, unvorstellbare Menge. Und inzwischen sind 8% der europäischen Landflächen Wüste. Ja, also das ist dann nicht nur irgendwo in Südeuropa, auch in Mittelosteuropa. Überall haben wir auch Wüsten mittlerweile. Und wenn wir nicht wirkungsvoll dagegen vorgehen, dann werden bis zum Jahre 2050 90% der weltweiten Böden degradiert sein. Das heißt, die Landwirtschaft ist nicht mehr möglich. Und es werden 700 Millionen Menschen allein aus diesem Grund aus ihrer Heimat vertrieben. Also nicht wegen Klimakrise, sondern einfach, weil ihre Böden nicht mehr das hergeben, was sie zum Überleben brauchen. Das ist so die Situation, die wir gerade haben. Und das wird nicht besser. Und deswegen ist ganz wichtig, dass wir alle, wirklich alle jetzt irgendwie dazu beitragen, so wie wir können, dass die Entwicklung in die andere Richtung geht. Was die Landwirtschaft betrifft, ist es eben so, die Landwirtschaft leidet ja eindeutig in der Klimakrise. Wir hatten 2017 ein Ausnahmejahr, Starkregen, Stürme, Hagel und so weiter, enorm. Es war zu nass, der Boden wurde weggespült und so weiter. Und dann ab 2018 eine bisher unbekannte Dürre und Hitzewellen, ihr wisst das alle. Im Jahre 2018 hatten wir in der Landwirtschaft Ertragsausfälle von über 3 Milliarden Euro. Und dann ging es weiter. Im Jahre 2019 kamen die Wälder dazu. Also plötzlich haben wir ein neues Waldsterben in Deutschland. Ja, nicht nur in Deutschland natürlich. Und dann eben 2020 weiter extrem lange Hitze- und Dürrewellen, ja, am Stück. Das heißt, die Landwirtschaft leidet extrem. Es gibt Betriebe, Viehbetriebe, die ihr Vieh abschaffen mussten, weil sie kein Futter mehr generieren konnten. Das heißt, wir haben wirklich da auch eine dramatische Situation. Das heißt, Landwirtschaft leidet unter der Klimakrise. Auf der anderen Seite ist Landwirtschaft auch eine wesentliche Quelle für die Klimaschäden, die wir gerade haben. Und das streiten sich die Experten noch, wie viel das ist. Aber es ist bestimmt mindestens 25%. Ja? Und da spielen verschiedene Dinge eine Rolle. Ich hatte schon mal angesprochen, das Thema Lachgasemissionen. Wir haben auch Methan, das kennen wir auch aus der Tierhaltung und so weiter. Aber vor allen Dingen auch eben der Humusabbau, den wir permanent in den Flächen haben, durch eine, in Anführungszeichen, schwierige Bewirtschaftung. Also wenn man den Boden wie bisher konventionell bewirtschaftet, wird in der Regel im Ackerbau Humus abgebaut, ja, nicht mehr aufgebaut. Und wenn Humus abgebaut wird, wird CO2 freigesetzt, wir belasten unser Klima. Und da müssen wir anpacken. Ja, nochmal ganz kurz der Einschub. Humus ist Pflanzenkohle im Boden. Das heißt, es ist quasi der ganze Kohle. Okay, ach, Entschuldigung, nicht Pflanzenkohle, organische Substanz. Ne?
Ja, nicht nur. Also Humus ist so ein. Das ist gut, dass ich es nochmal einwerfe. Könnt ihr direkt korrigieren. Das ist Humus. Ja, und da ist die Wissenschaft sich noch nicht endgültig einig. Also es gibt eine Humusforschung, die sehr aktuell ist. Ja, es werden permanent neue Dinge entdeckt. Und es war im letzten Jahr so, dass eine Professorin aus München hat den Deutschen Umweltpreis gewonnen für ihre Humusforschung. Ja, das heißt, das Thema ist immer noch aktuell, obwohl es viele Menschen gibt, die sagen, sie wissen, was Humus ist. Ja, oft liegen sie nicht ganz richtig. Also es ist einfach so, es ist ein Teil organischer Substanz. Es gehört aber auch eben die lebende Substanz dazu, die eben dafür sorgt, dass Humus überhaupt entstehen kann. Und insgesamt gibt es auch viele Wissenschaftler, Agrologen aus der Vergangenheit, die sagen, Humus ist sowas wie ein Wesen. Ja? Also deswegen ist es schwer zu fassen. Aber entscheidend ist, es ist ein System, bestehend aus lebender Substanz, aus organischer Substanz, aus mineralischer Substanz, die darf man nicht vergessen. Die Gesteine sind genauso wichtig. Und der Trend ist eben derzeit, dass Humus leider abgebaut wird. Ja. Und Joachim und Franz, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Ich habe das jetzt nur von Landwirten mal gehört. Humus wird in der Ausbildung auch überhaupt nicht berücksichtigt, sondern es werden da teilweise sehr abstruse Sachen behauptet, wie Humus sei sogar schädlich und man könne gar keinen Humus aufbauen und solche Geschichten. Also da muss man irgendwo was zurechtrücken. Also aus meinem Verständnis von Humus heraus, ist, so wie du das sagst, ist das letztendlich wie so eine Art riesiges Lebewesen im Boden und es ist halt irgendwo vielleicht so ein Zwischending zwischen ganz leicht beweglichem Nährstoff und der Pflanzenkohle, die etwas so richtig für tausende Jahre festhält. Es gibt ja diese Unterscheidung zwischen Nährhumus und Dauerhumus. Und das ist ja genau das, also sollte man vielleicht nochmal einen Schritt ausholen und sagen, warum wird denn Humus abgebaut in der industriellen Landwirtschaft? Weil man eben tief pflügt, dann bringt man das, was unten ist, nach oben und dann oxidieren die Sachen an dem Luftsauerstoff und dann wird dieser Humus aufgebrochen und die Nährstoffe, die da drin sind, werden schnell frei. Das ist wie sozusagen so ein zusätzlicher Düngerschub. Ne? Deswegen hat quasi der Pflug damals, als er eingeführt wurde, zu großen Ertragssteigerungen geführt, weil man eben damit quasi wie so das Sparbuch, was im Boden drin ist, quasi auf einmal aufgebrochen hat. Und das Schlechteste, was einem Boden passieren kann, ist, dass das Unterste nach oben kommt, alles tief gepflügt wird und am besten noch im Winter alles brach liegt. Dann ist der Boden quasi nackt und stirbt in gewisser Weise und gibt dabei diese Nährstoffe frei. Und das kann man halt nur eine gewisse Zeit lang machen. Unter 2% Humus beginnt so die Wüstenbildung und da sind wir halt auf dem Weg dahin. Deswegen muss man irgendwann mal sagen, stopp, also geht es halt nicht weiter. Und wir müssen dieses Lebewesen, wir müssen diesen Humus eben wieder aufbauen. Das kann man nicht einfach so, man kann nicht Humus draufschütten, sondern man muss halt die richtige Biologie im Boden haben und die richtige Menge an Nährstoffen, sodass sich dieser Organismus wieder bilden kann. Und das ist tatsächlich hochkomplex. Also ich glaube, wir wissen mehr über den Mond als über das, was direkt unter unseren Füßen im Boden passiert. Und da müssen halt jetzt auch die Praktiker mit ran, die es eben schaffen, 6, 7, 8 und noch mehr Prozent Humus in ihren Boden zu bekommen. Und das müssen die Landwirtinnen und Landwirte sehen, mit eigenen Händen anfassen, riechen, schmecken und das auch umsetzen. Genau. Auf dem größten Teil der Flächen der Landwirtschaft haben wir in Deutschland 2 bis 4% Humus, ja, im Ackerbaubereich. Das sind über 55% der Flächen und das ist eigentlich viel zu wenig. Also Experten sagen in dem Bereich, der Humusgehalt sollte mindestens 5% haben, damit es ein stabiles System wird. Ja, und dann ist es viel einfacher, das weiter aufzubauen. Aber derzeit sagen alle Ackerbauern, ja, ich kriege das nicht hin. Also das stimmt überhaupt, das geht gar nicht. Man kann Humus nicht aufbauen. Ja, Daniel, du hast es gerade gesagt, das höre ich aus jeder Ecke. Dabei zeigen andere Betriebe, es geht durchaus. Ja. Es ist aber in der Konsequenz schon eine Umstellung. Wir müssen woanders hin. Also die Form von Landwirtschaft, wie Sie derzeit kennen, von über 90% der Betriebe in Deutschland, die geht leider in die falsche Richtung. Und am Ende ist es wirklich so, ihr wisst das alle, ne? Es laufen gerade in Brüssel heiße Diskussionen über die Agrarsubventionen, wie sie laufen werden. Die meisten oder viele Landwirte, Landwirtinnen wollen das System so erhalten, wie es ist gerade. Viele sagen, nee, wir wollen eine andere Lösung. Aber auf jeden Fall ist es hart umkämpft. Und trotzdem, ja, trotz diesen enormen Förderungen, die eigentlich laufen, geht es der Landwirtschaft nicht gut. Ja, also denen geht es richtig schlecht in Betrieben. Und deswegen stellen sie eben die grünen Kreuze auf. Wir müssen wo ganz anders hin. Wir müssen eben versuchen, eine Landwirtschaft aufzubauen,
die unsere Ressourcen schützt, die das Klima schützt, ja, im positiven Sinn aktiv, nicht nur passiv, und die wirklich auch die Menschen ernährt, ja, also sowohl die produzieren, als auch die davon leben, ja, also wir alle eigentlich so. Dazu gehören auch wir müssen bewusster einkaufen, keine Frage, wir können nicht einfach mal eben zu dem und jedem Supermarkt gehen, wir müssen bewusst schauen, was kaufen wir und sind die Lebensmittel ist wirklich, ja, sind die so hergestellt. Und je mehr wir uns auch im Verbraucherinnenverhalten dann entsprechend anpassen, desto mehr ist auch die Agrarindustrie gezwungen, ja, sich zu ändern. Also deswegen, also wir haben auch einen großen Einfluss drauf, was passiert. Ja, also das ist mir ein wichtiger Aspekt in der ganzen Diskussion. Dazu kam tatsächlich gerade eine Frage, was ist da der relevante Faktor? Müssen wir auf pflanzliche Ernährung umsteigen oder worauf müssen wir denn achten, wenn wir einkaufen gehen? Also ich meine, den Teil, ich habe mal den Begriff geprägt, der Klimaverantwortung übernehmen. Wenn es darum geht, was müssen wir denn eigentlich tun, dann wird schnell von den anderen gesprochen, die dies und jenes und das regeln machen müssen. Es gibt aber Sachen, die nimmt uns niemand ab. Und wenn wir uns anschauen, wie hoch der Anteil von tierischen Lebensmitteln auf unseren Tellern ist, dann ist der viel zu hoch, ist überhaupt nicht nachhaltig. Und man kann jetzt mal, also ganz grob mal sagen, kann sich jetzt jeder mal drauf einstellen, also nur noch jedes zweite Schnitzel und nur noch jedes zweite Stück Käse. Also wir müssen einfach auf die Hälfte runter in jedem Fall. Und das kann einem ja niemand abnehmen. Also ich selber esse jetzt 95% vegan oder sowas. Mir fällt es schwer, dann nochmal die Hälfte wegzulassen, aber kann ich auch dran arbeiten. Ja, wir müssen auf jeden Fall, sagen wir mal, mindestens auf die Hälfte runter von tierischen Produkten. Und ich kann auch sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, es ist eine schöne Sache, einfach aus der ganz simplen Überlegung, wir sprechen ja nachher noch über Biodiversität und auch über die Bienen natürlich. Und wenn wir uns überlegen, wir wollen in der Landwirtschaft jetzt einfach dezidierte Flächen haben, um die Biodiversität zu fördern, und wir machen jetzt hier irgendwo eine Maßnahme und dann wird dann dort darauf kein landwirtschaftliches Produkt mehr erzeugt, aber der Bedarf ist da und dann wird es eben woanders erzeugt, zum Beispiel im Regenwald, und wird dann importiert. Das heißt, wir haben einfach nur das Problem exportiert und bei uns summt und brummt und da hinten fällt der Regenwald. Das geht nicht, ja. Wenn wir sehen, also ich glaube 46% tatsächlich unserer landwirtschaftlichen Fläche ist für tierische Lebensmittel. Dann einfach mal überlegen, wenn wir nur noch die Hälfte davon tatsächlich nachfragen, dann werden einfach erstmals die Flächen frei, damit wir überhaupt was machen können. Weil wir sind ja sozusagen in Angebot und Nachfrage, sind ja die Landwirtinnen und Landwirte auch eingekeilt. Ja, das wird ja nachgefragt, also muss es produziert werden, sonst produziert es jemand anders. Ja? Und deswegen ist es wichtig, dass jeder mal auf die Hälfte runterkommt mit den tierischen Produkten, damit wir überhaupt die Freiheit bekommen zu atmen und mit den Flächen was anderes zu machen. Daniel, das möchte ich gerade kurz mal aufgreifen, dein Beispiel mit dem Regenwald. Ja, es ist ja wirklich dramatisch. Ja, wir müssen uns überlegen, was passiert da? Der Regenwald wird platt gemacht, ja, ganz bewusst derzeit, ja, also wird ausgebeutet. Dort wird dann Soja angebaut, ja, und mit diesem Soja, also einem nicht unerheblichen Teil, werden in Deutschland Schweine gemästet. In Deutschland werden Schweine gemästet mit Soja aus dem Regenwald. Mhm. So, und hier ist es wirklich so, da wo diese Veredelungsregionen sind, so schön wie sie eben heißen, da wo die Schweine gezüchtet werden, da haben wir auch das Gülle-Thema. Ja? Da, genau da in diesen Regionen sind die Landkarten knallrot, weil das Nitrat eben wirklich mittlerweile die Grundwasserhorizonte belastet. Das heißt, wir belasten das Grundwasser, wir belasten mit Ammoniak und so weiter, was aus den Stellen mit Lachgas teilweise, was aus den Stellen kommt, belasten wir das Klima. Und wo geht das Schweinefleisch hin? Das bleibt nicht etwa hier, sondern der größte Teil geht nach China und nach Russland. Ja. Also es ist wirklich ein völliger Schwachsinn, der da entstanden ist. Und die Landwirtschaft, die das macht, die ist ja abhängig. Die wurde ja genau in diese Richtung gebracht. Ja, das ist das Schlimme. Die Betriebe wurden 30 Jahre lang genauso beraten, dass sie größer werden müssen. Ja, sie müssen sich spezialisieren. Ja, sie können nicht mehr alles machen. Das geht gar nicht mehr und so weiter. Und das ist genau das Dilemma, was wir gerade haben. Die Betriebe sind total abhängig. Ja, genau, und wenn man da dagegen ist, Joachim, dann kauft man einfach regional und saisonal und höchst pflanzlich. Also ich muss da auch mal eingreifen. Ich finde, die Verantwortung beim Konsumenten, anders zu kaufen, das macht das Ganze viel zu einfach. Die Entscheidungen sind schon Entscheidungen unserer Politiker, insbesondere auch in Brüssel, was gerade angesprochen wurde. Die Politik der EU steuert die Landwirtschaft. Und die Landwirte, wenn sie jetzt Schweine mästen mit Soja, die machen ja nichts falsch. Denen ist das ja so
vorgegeben worden von der Politik. Das ist ja mit subventioniert worden und denen kann man dann gar keinen Vorwurf machen. Die Frage ist, welche Politik wollen wir in Zukunft? Und ihr seid tolle Experten, jetzt was die Pflanzenkohle angeht und den Boden. Aber wie jetzt die Politik zu ändern ist, das ist eine ganz entscheidende Frage, denke ich mal. Weil es macht keinen Sinn, den Urwald, was Joachim sagte, abzubrennen und Soja anzubauen. Und das zerstört ja auch das Klima. Und das, ob das dort jetzt zerstört wird oder bei uns, das ist für das Weltklima egal. Also ist diese Politik, wenn man das Thema Zukunft der Landwirtschaft hat, schon sehr entscheidend. Ich finde es natürlich toll, dass ihr diese Bodenthemen so voranbringt, weil ich glaube, das ist wirklich auch ein wichtiger Aspekt. Aber im Moment ist er noch gar nicht sehr weit. Ja? Und auch die Agroforstsysteme müssen ja auch wieder von der Politik erst etabliert werden, damit die Bauern nicht plötzlich Abzüge in ihren Fördergeldern bekommen, wenn sie da ein paar Bäume auf dem Acker stehen haben. Ne? Das ist alles noch ganz am Anfang. Und dann kommen wir zur Biodiversität. Vielleicht, natürlich ist toll, in so einem Agroforstsystem hat man viel bessere Chance, auch Biodiversität zu haben. Die muss man nicht auf extra Flächen haben, sondern das kann man integrieren in die Landwirtschaft. Und die Biodiversität ist eigentlich reich geworden durch die Landwirtschaft. Ohne die Kultur der Landwirtschaft der letzten Jahrhunderte oder vielleicht Jahrtausende hätten wir gar nicht so eine hohe Biodiversität. Aber wir müssen diese Landwirtschaft fördern in eine Richtung, damit das alles positiv sich entwickelt. Oder wir, vielleicht die Politik, und da ist vielleicht die Bea gefordert, wenn sie in der Politik was ausrichten kann, da was zu ändern. Vielleicht zum Boden. Ich hatte mal gehört, dass in einer Hand Boden, also mehr Organismen drin sind, als Menschen auf der Welt leben. Vielleicht können die zwei Bodenexperten dazu was sagen. Da fängt nämlich die Biodiversität schon an. Das ist ja Biodiversität, Lebewesen. Und der Boden ist ein eigentlich Leben. Also da steckt ganz viel Leben drin. Und nur wenn das Leben gut funktioniert, dann funktioniert auch der Ackerbau und so weiter gut. Und das ist vielleicht ein Systemfehler bei uns. Viele Landwirte verwenden Stoffe, die immer mit der Endung -zid enden. Ja, also Insektizid, Zid. Das sind alles Tötungsmittel. Ich muss das einfach mal ganz so sagen, so ist es, das heißt es halt. Und ich glaube, da müssen wir auch im System was ändern, weil im Boden zum Beispiel, wenn wir jetzt die Politik in Rheinland-Pfalz sehen, soeben ist erlaubt worden, dass Neonicotinoide für die Saatgutbeizung der Zuckerrüben erlaubt wird. Und diese Neonicotinoide bleiben lange im Boden. Die haben eine sehr lange Persistenz und haben Abbauprodukte, die auch toxisch sind, das schadet ja auch dem Leben im Boden. Ne? Also vielleicht habt ihr da noch ein paar Informationen dazu. Und eine Sache war mir ganz wichtig, die ihr gesagt habt, wir wissen noch sehr wenig, sowohl im Boden als auch viele andere Sachen. Und wir sind nicht pauschal dafür, jetzt alles zu verbieten. Da gehen wir sogar mit Industrieverband Agrar gemeinsam und sagen, wir wollen differenziert die Sache betrachten, aber wir brauchen eine wissenschaftliche Grundlage, nicht nur für den Boden, sondern auch für die Biodiversität und für die Auswirkungen der chemischen Landwirtschaft insgesamt. Und da fehlt es. Ja? Und deshalb setzen wir uns zum Beispiel für ein Monitoring ein, flächendeckend, damit wir da mehr erfahren. Und dann kann man vielleicht gezielt Einfluss nehmen, da wo es Probleme gibt. Und andere Stellen, die keine Probleme haben, braucht man jetzt nicht zu drangsalieren. Aber das Politische ist, glaube ich, das Wichtigste. Wie werden die Landwirte in Zukunft gefördert oder wie soll das weitergehen, damit die wirklich überleben können und auch ein gutes Gefühl dabei haben? Ne? Und bisher werden sie, also ungefähr 50% des Einkommens von Landwirtschaft ist ja eine Subvention durch die EU. Und ich denke, das gibt kein wirklich gutes Gefühl. Wenn man sagen würde, das ist ein Honorar für eine wirklich gute Leistung, dann kann man stolz drauf sein. Und ich denke, da müssen wir einfach auch vom Gefühl hin. Und jetzt überlasse ich es euch vielleicht noch eine Frage für mich selbst zu dem Kohle. Kann man denn aus Stroh auch Pflanzenkohle machen? Weil wir haben ja ganz viel Stroh. Das ist eine Sache. Und dann ein Ding, was mir eingefallen ist, Rheinland-Pfalz, Landtagswahl,
Mainz, Landeshauptstadt, da gibt es in der Römerpassage unten im Souterrain ein Museum vom Isis-Tempel. Da gab es Ausgrabungen, römische Ausgrabungen. Und da hat man jede Menge Pflanzenkohle gefunden. Und zwar verkohlte Feigen, verkohlte Datteln, Pinienkerne, das waren Opfergaben für die Götter. Die wurden da halt auch ein bisschen anaerob verkohlt. Und die sind wunderbar erhalten bis heute. Ja? Also man kann da jede Struktur drin erkennen, das vielleicht zur Pflanzenkohle kulturell auch noch, um so ein bisschen das Ganze abzurunden. Ja, ja, ich mache in meinen Studis immer mit Stroh, mache ich jede Menge Kohle. Beim Landwirt draußen, es geht auch vor allem so schön schnell. Vielleicht noch ganz kurz zu dem Thema Politik. Du hast natürlich völlig recht, man darf jetzt nicht die Politik aus der Verantwortung entlassen. Jeder hat seine Verantwortung hier, um das große Problem zu lösen. Ja? Aber die Verbraucherinnen und Verbraucher eben auch, ne? Die können genauso wenig sagen, ja, macht ihr da oben mal, die anderen, die sollen mal und dann gucken wir mal. Ne? Und die Politik genauso kann nicht sagen, ja, erst müssen mal die hier, wir müssen alle gleichzeitig das machen. Und die Politik muss natürlich da ins Boot geholt werden. Und die Agrarpolitik, die dazu führt, dass einfach möglichst große Höfe mit möglichst effizienten, gleichartigen Sachen, globale Ströme produzieren, wo ganz wenige Leute auf der Welt davon profitieren, dass völlig gleichartige Produkte gehandelt werden können. Ich finde es ja sowieso vom Grundsatz her grenzwertig, mit Lebensmitteln zu spekulieren und zu handeln. Ich finde das eine ethisch sehr fragwürdige Sache, das überhaupt zu machen. Aber das vielleicht nochmal auf einem anderen Platz. Wofür ich aber auch ganz stark plädieren möchte, das ist der Teil, warum ich jetzt die Verbraucherinnen und Verbraucher da angesprochen habe, ist, dass es ja auch eine ganz bewusste Entfremdung gibt von den Menschen, die Lebensmittel einkaufen, und den Produzenten. Nämlich, wenn ich in den Supermarkt einkaufen gehe, ja, sage ich jetzt einfach mal, egal welchen, ja, und ich gehe dann ans Gemüseregal und kaufe Gemüse ein, dann habe ich letztendlich nur noch zwei Unterschiede überhaupt, nämlich Bio oder kein Bio. Mhm. Ja? Also kaufe ich jetzt was mit Bio-Siegel oder kaufe ich was ohne Bio-Siegel? Wenn ich aber, so wir haben in Landwirtschaft 5.0 ja explizit konventionelle und Biolandwirte zusammen, weil wir das da eben nicht polarisieren wollen. Wenn ich aber meinen konventionellen Landwirt kenne, der um die Ecke wohnt und ich weiß, der macht das so und so und so, dann ist es vielleicht besser, nachhaltiger, dieses Produkt, als wenn ich im Supermarkt das Bioprodukt aus Spanien kaufe oder aus Israel oder was weiß ich, wo es halt eben herkommt. Ja? Da kann ich überhaupt gar nicht mehr differenzieren, weil die Leute sich nicht mehr kennen und nicht mehr miteinander sprechen. Und das ist einfach schlecht. Wir brauchen eine neue Regionalisierung und dass die Leute sich wieder kennenlernen und sich vertrauen lernen und dahin gehen und von mir aus auf dem Hof ihre Eier und das Fleisch kaufen, wenn sie das gerne haben wollen. Ne? Also das ist so vielschichtig und wir müssen alle alles machen. Das ist ganz einfach. Es kann sich niemand mehr zurücklehnen und kann sagen, ja, macht ihr mal zuerst und dann kommen wir. Ja, Regionalisierung, denke ich auch, ist ein Schlüssel, um das zu verbessern. Auch Diversifizierung. Wieder zwei Kühe im Stall stehen, statt 80 oder 200 und vielleicht dann noch ein paar Hühner rumlaufen. Ich glaube, dann hat man auch für den Kompost auch eine Grundlage. Richtig, ja. Man braucht nicht irgendwelche Gülle aus den Niederlanden in Tankwagen mit Antibiotika verseucht nach Rheinland-Pfalz zu holen. Ja? Vielleicht eine Frage an die Bea. Wie sieht denn die Politik aus deiner Sicht, um sowas vielleicht in die richtige Richtung zu schubsen? Ja, Politik ist eine sehr wichtige, gute Frage. Da haben wir uns natürlich viel mit beschäftigt, auch halt mit dem, was ist möglich. Deswegen machen wir jetzt auch ein bisschen das, was ist möglich. Aber dann natürlich auch dieses, im Moment, meiner Meinung nach, ist eines der großen Probleme halt die Finanzierung, dass die Finanzierung so aussieht, dass Landwirte halt immer mehr produzieren müssen und es ist auch nicht transparent ist, ob jetzt zum Beispiel ein konventioneller Landwirt mehr oder weniger gespritzt hat, sagen wir mal. Ich meine, es macht den großen Unterschied für die Biodiversität, aber das ist in keinem Label oder nirgendwo irgendwie ersichtlich. Das heißt, es macht auch die Kaufentscheidung super schwierig, wenn man jetzt nicht den Landwirt kennt und einfach bei dem Landwirt um die Ecke einkauft. Ja, Geld ist ja genug da. Von der EU gibt es viele Milliarden. Das ist richtig. Ja. Geld, ja.
Ja, klar, genau. Das heißt, es gibt ja jetzt, es gibt diese zweite Fördersäule von der EU mit Geldern, wo die Politik mit entscheiden darf, was damit passiert. Und was wir wollen, ist auf jeden Fall die Gelder zum einen in Aufbau von Humus stecken, also wenn CO2 aus der Luft gebunden wird, was ja dann im Prinzip, also Aufbau von Humus ist, wo wir eben schon drüber geredet haben, was ja auch irgendwie wieder gesundere Böden bedeutet und gut für die Wasserqualität ist und sehr, sehr viele Synergien mit sich bringt, dass man das mit vergütet. Da kann Joachim bestimmt auch gleich was mit zu sagen nochmal, weil die Stiftung Lebensraum hat uns da so ein bisschen inspiriert. Joachim, also die Stiftung, wo Joachim Vorsitzender ist, weil die halt auch sowas vergüten und wir finden es ein super wichtiges, tolles Projekt und sagen ja sowas, denken wir, dass das großflächig passieren muss. Aber natürlich auch Vergütung von also quasi anderen Systemleistungen, dass insgesamt es einfach normaler wird, dass es ein Landwirt dafür bezahlt wird, was er an Ökosystemleistungen bringt. Also nicht nur Binden von CO2, sondern halt auch zum Beispiel Blühstreifen, also teilweise gibt es ja jetzt schon Gelder dafür, wenn man bestimmte Pflanzen einsät und man sieht direkt, dass es einen großen Effekt hat und es viel mehr passiert. Aber dass man halt bei sowas darauf achtet, dass sowas viel mehr gefördert wird. Und auch, was du schon angesprochen hattest, Franz, mit Agroforst. Also Agroforst ist die Kombination zwischen Landwirtschaft und Bäumen, Wäldern. Also Waldwirtschaft. Genau, Waldwirtschaft, genau. Man hat Bäume mit auf der landwirtschaftlichen Fläche und was einfach auch viele Synergien mit sich bringt. Und was man auch von der EU her fördern kann, also es gibt eigentlich, das ist eigentlich förderfähig von der EU, aber das wurde nie in deutsches Recht umgesetzt. Und es ist halt sowas so, das muss sich mal ändern. Das ist schon, ich glaube, seit 10 Jahren oder so. Ich weiß gerade die Jahreszahl nicht mehr so genau, aber das ist schon lange so und das muss... Also bei so Sachen setzen wir uns natürlich dafür ein, dass da auch die Rahmenbedingungen mal sich verändern, dass es einfach möglich wird. Und also nochmal kurz die Erklärung. Das Problem im Moment ist, wenn man Agroforst macht für den Landwirt, es gibt diese Flächenprämien, die Landwirte bekommen, aber die bekommen sie nur, wenn sie eine landwirtschaftliche Fläche haben. Das heißt, ganz viele Sachen fallen da raus. Wenn man Bäume drauf pflanzt, fällt raus. Bei Photovoltaik da in der Kombination, also Agrophotovoltaik ist auch nicht so klar, das darf man eigentlich auch nicht. Also da gibt es jetzt so unterschiedliche Rechtsprechungen, aber genau, in vielen Fällen ist es auch im Moment nicht möglich, da müssen sich Rahmenbedingungen ändern, auch langjährige Brachen. Das heißt, wenn man über mehrere Jahre eine landwirtschaftliche Fläche einfach quasi leer stehen lässt und da, also wenn man das nicht nur ein Jahr macht, im Moment gibt es schon immer mal, dass es ein Jahr passiert, aber dann hat man nur eine bestimmte quasi Sorte von Pflanzen. Wenn man das dann ein zweites Jahr immer noch hat, dann ändern sich an die Pflanzen. Das heißt, es wachsen auch mal andere Pflanzen, was für die Biodiversität und auch für die Artenvielfalt total wichtig und gut ist. Und auch da gibt es eines der Probleme, wenn man, ich glaube, 5 Jahre ist die Grenze, wenn man 5 Jahre davon eine Fläche brach liegen lassen und dann fallen die Förderungen weg, weil man hat die Fläche ja nicht genutzt. Ne? Und im Moment gibt es nur Förderungen, wenn man die landwirtschaftlich nutzt, aber nicht, wenn man die nutzt für ja, so Ökosystemleistungen. Und da gibt es aber super viele so Punkte, auch in der bei den Winzern. Da habe ich am Wochenende auch mit einem Winzer drüber geredet. Im Moment, also es gibt bei den Winzern die Möglichkeit, über den Winter zu begrünen, aber das ist in vielen Fällen wird es nicht gemacht. Und auch da könnte man einfach Rahmenbedingungen und Regelungen ändern, dass über den Winter immer Pflanzen auf den Flächen sind. Was zum einen wichtig ist halt für Tiere, dass die sich auch irgendwo verstecken können. Aber halt ja auch für den Boden, dass der nicht ausgewaschen wird, dass der nicht zusammengepresst wird und so. Auch da, also es gibt super viele Sachen, auch beim Mähen, von die öffentliche Flächen gemäht werden und so. Aber ich glaube, ich habe lang genug geredet. Also es gibt super viele Punkte, wo man auch durch Änderung von Regulatorien einfach super viel verändern kann und auch ganz viel für die Biodiversität und den Artenschutz machen kann. Ja. Joachim noch mal kurz was sagen zur Stiftung Lebensraum oder ich glaube, du wolltest gerade irgendwas sagen, genau. Also einmal wollte ich mal auf was Positives berichten, was denn möglich wäre, aber vorher ganz kurz das Stichwort Agroforst. Ja, ich hatte, Ende Januar eine Mail bekommen,
von jemandem aus Brandenburg. Da ist so ein Förderverein für Agroforstsysteme, also der Bundesverband sozusagen, ja, für Agroforstsysteme. Und die sind gerade dabei, eben eine Initiative zu starten, eine politische, dass eben Agroforstsysteme auch gefördert werden. In Deutschland, in der EU und so weiter, ja. Und dann kam diese verzweifelte Mail, ob ich da nicht helfen könnte. Sie hätten das Rheinland-Pfälzische Ministerium angesprochen, ja, und die hätten gesagt, na ja, mag ja irgendwo sinnvoll sein, in Rheinland-Pfalz will das keiner. Ja, sowas läuft, ja, und das ist der Hammer. Also ich habe auch gedacht, das kann nicht sein, aber irgendwie scheint so zu sein. Dann wollte ich eben nochmal ganz kurz unsere Klima-Humus-Initiative vorstellen von der Stiftung Lebensraum. Also da geht es genau darum, dass wir gesagt haben, wie können wir denn auch unabhängig von der Politik, ja, unabhängig von der Politik wirklich, wir können Menschen der Landwirtschaft helfen, anders zu werden, ja, und wir können möglicherweise auch die Landwirtschaft irgendwie den Menschen sagen, ihr müsst auch ein bisschen was dazu beitragen. Und wir haben eben das Stichwort Menschen mit Klimaverantwortung schon gehört. Und ich habe ganz am Anfang auch davon gesprochen, Menschen mit Bodenverantwortung. Ja, es geht einfach nur darum, dass wir diese Gruppen zusammenbringen. Und das ist eben die Idee des Klima-Humus-Projektes. Das heißt also ganz grob mal, wenn Menschen da sind, das können aber auch Unternehmen sein, das können Kommunen sein, ja, Bürgerinnen und Bürger, die sagen, ich möchte mich freiwillig CO2-neutral stellen. Das ist uns aber auch wichtig. Ne? Das ist also, es soll nicht so sein, wir wollen keinen modernen Ablasshandel, sondern es wird wirklich freiwillig, ja, Klimaverantwortung übernehmen. Dann wird es erstmal geschaut, was kann ich denn vermeiden? Ja? Also wir haben gerade von Daniel gehört, was er schon vermeidet. Also ich denke, du hast einen besseren CO2-Footprint als viele andere Menschen in Deutschland. Ich vermute, sonst hätten wir keine Probleme weltweit. Genau, aber auch da ist halt viel Potenzial nach oben. Das heißt, man kann mal schauen, wie kann man denn den eigenen Footprint verbessern. Genauso bei Unternehmen, ja, was kann ich tun, damit meine Energieausverbräuche geringer werden und so weiter. Und dann bleibt noch eine Rest-Tonnage übrig. Und da gibt es eben die Möglichkeit, jetzt über diese Klima-Humus-Zertifikate regional der Landwirtschaft zu helfen, dass sie Humus aktiv aufbauen. Ja, das heißt also, wenn die Landwirte Humus aufbauen in den Böden, dann wird ja automatisch dadurch CO2 im Boden gespeichert und damit haben wir eine aktive CO2-Entfernung, also wirklich einen aktiven Klimaschutz. Das ist der Grundansatz. Jetzt ist aber so, dass wir haben ja auch schon gehört, dass es Bauern gibt, die sagen, ja, ich würde ja gerne Humus aufbauen, aber es klappt einfach nicht. Ja, im Gegenteil, er wird sogar weniger oder ich kann gerade auf dem Level halten. Und deswegen ist uns völlig klar, das braucht auch da eine sehr gute Ausbildung. Ja, also ja, wir haben, also die Bäuerinnen und Bauern haben ihre Ausbildung genossen, manche haben auch studiert, aber leider haben wir das in den deutschen Unis, bis auf eine Ausnahme, die ich gut kenne, eben die Situation, dass die ökologische Landwirtschaft eigentlich nicht bekannt ist. Und es ist auch nicht immer so, dass die ökologische Landwirtschaft die ist, die Humus wirklich aktiv aufbaut. Da soll es insgesamt besser sein. Aber wir müssen, glaube ich, noch einen weiteren Schritt gehen. Und da haben wir so ein Stichwort geprägt, das ist die regenerative Landwirtschaft. Also da gibt es so ein Ansatz, ja, der ist auch von vielen Betrieben mittlerweile in Deutschland auch umgesetzt wird. Es gibt ein paar wenige Menschen, die das auch gut vermitteln können. Und die Bäuerinnen und Bauern, die das wirklich aktiv machen, die sind sehr erfolgreich beim Humusaufbau. Ja. Und sie haben nebenbei noch ganz andere positive Benefits, ja, eben Artenvielfalt, ein gesundes Bodenleben, ja, und auch gesunde Pflanzen. Das ist auch nochmal ein ganz großer Aspekt. Da wollte ich nämlich auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Ja, also Franz, du hast angesprochen, die Artenvielfalt im Boden. Ja, und die ist eben leider gerade in diesen Agrarflächen teilweise extrem gering. Also es ist auch überhaupt kein Wunder. Also wir haben gerade jetzt hier überall in der Umgebung nackte Böden. Ja, wir haben harten Frost gehabt. Das heißt, da friert es tief rein, wenn der Boden nicht begrünt ist, nicht bewachsen ist, dann ist die Bodenbiologie schlicht und einfach gefährdet. Ja, wenn nicht sogar tot. Ja, dann ist es einfach so, das wird auch viel zu wenig verstanden, das Bodenleben besteht ja aus ganz vielen Pilzen und ganz vielen Bakterien und diversen anderen Organismen. Und die helfen ja eigentlich der Pflanze. Ja? Also gerade die Pilze, die nennen sich unter anderem Mykorrhizen, die sind eigentlich dafür da, dass sie dafür sorgen, dass die Pflanzen an Wasser und Nährstoffe rankommt, an die sie sonst gar nicht rankommen würde. Das ist eine richtige Symbiose, die da ist. Ja? Wenn aber dann eine Socke um die Wurzel, das ist doch ganz süß. Genau. Und um die Wurzeln rum, das ist eine verlängerte Wurzel, ganz genau. Und wenn eben dann ein Fungizid... Die Pflanze mit ihren Wurzeln scheidet ja auch von ihr auch wieder positive Stoffe aus, habe ich gehört. Das ist das Entscheidende, was du ansprichst. Wir reden auch in der regenerativen Landwirtschaft nicht mehr davon, dass wir Pflanzen düngen. Nein, wir düngen den Boden. Also wir ernähren den Boden und damit das Bodenleben die Pflanzen ernähren kann. Und zwar sehr gesund, vital, also so, wie die Pflanzen das auch brauchen. Ja? So ist ja, wir können auf viele synthetische Stoffe in Zukunft verzichten, ja, was natürlich nicht immer gewünscht ist. Ja, müssen wir auch sehen. Deswegen kann es ja sein, dass die Landwirtschaft sehr stark in die Richtung geht, die wir gerade haben. Ja, aber eine regenerative Landwirtschaft ist am Ende, wenn die konsequent durchgeführt wird, sehr kostensparend für die Betriebe. Ja, und sie bekommen viel gesündere Pflanzen,
Sie erhalten ihren Boden, bauen Humus weiter auf. Und wenn sie sich dann an dem Klima-Humus-Projekt beteiligen, werden sie sogar für den Humusaufbau belohnt, weil derzeit unser Projekt eben ungefähr 30 Euro pro Tonne CO2 an die Bodennutzerin ausbezahlt. Ja, das heißt also, nach 3 Jahren wird eine Humusbilanz durchgeführt und dann wird gemessen, was habe ich pro Hektar erreicht. Und dann wird dafür wirklich das Geld ausbezahlt. Und wo kommt das Geld her? Das kommt nicht von irgendwo, nicht von der EU, nicht von oben, sondern es kommt wirklich von den Menschen mit Klimaverantwortung, ja, die bereit sind, freiwillig sozusagen sich CO2-neutral zu stellen und das Geld in die regionale Landwirtschaft zu investieren. Und dann ist eben noch ein Erfolg ganz nebenbei. Wir gehen davon aus, dass diese Menschen wieder bewusster auch mit den Lebensmitteln umgehen und auch bewusster wahrnehmen, hey, der Landwirt um die Ecke, hey, dem könnten wir wirklich mal über die Art und Weise helfen. Es wird wieder miteinander gesprochen. Das ist so ein, und wir merken das schon, das funktioniert hervorragend. Wir haben euch ein System aufgebaut, das nennt sich so auch Patenschaften, ja, wo wir eben auch wirklich den Weg begleiten wollen hin zur Umstellung zu regenerativen Betrieben. Und das ist auch immer ganz wichtig für mich. Es sind nicht nur Biobetriebe, sondern wir wollen ja auch die großen Mengen an Betrieben ansprechen. Wir wollen wirklich alle mitnehmen, ja, ob es ein Winzer ist oder ein Ackerbaubetrieb, ein Viehzuchtbetrieb, wie auch immer. Wir wollen sie alle mitnehmen, allen die Möglichkeiten aufzeigen, genau dahin zu gehen. Und deswegen bauen wir mit der Stiftung gerade auch so ein Konzept auf, das nennt sich Kompetenzzentrum, wo wir versuchen, bundesweit wirklich auch solche regionalen Ausbildungsstandorte aufzubauen, wo Bildungsmodule angeboten werden, wo Beratungskurse angeboten werden, damit die Landwirtschaft wirklich positiv begleitet wird, dahin zu kommen. Du hattest am Anfang angesprochen, dass ihr überlegt, eine Genossenschaft zu gründen. So habe ich das vorhin verstanden. Wäre das nicht ein Ding, diese Genossenschaft nicht nur jetzt auf Terra Preta, sondern auf dieses gesamte Modell, dass man diese Menschen, die jetzt wirklich was Gutes fürs Klima tun wollen, dass man die auch mit in die Genossenschaften, dass man praktisch regionale Genossenschaften macht, wo auch vielleicht dann die Konsumenten mit reingehen können, dass wir praktisch die Produkte auch vermarkten können, weil das, die Vermarktung ist ja eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache für die Landwirtinnen und Landwirte. Ja. Dass man das vielleicht in so einer Genossenschaft mit irgendwie integrieren könnte. Vielleicht auch mit wie heißt dieser Ofen? Pyrolyse-Ofen. Ich verstehe das mal. Ja, okay. Ja, das ist ein guter Vorschlag. Also grundsätzlich ist es so, wir sind ganz stark damit beschäftigt, uns zu vernetzen mit möglichst vielen Organisationen, mit Aktivitäten in Deutschland, über Deutschland hinaus. Und da sind auch wirklich Gruppen dabei, die sich gerade mit dem Thema auch beschäftigen. Also wie können wir Lebensmittel klimaneutral machen? Ja, und dann irgendwann wird es so sein, da wird es auch da ein Label geben, dass eben nicht nur Bio draufsteht, sondern wirklich auch dieses Produkt ist klimaneutral, weil es in der regenerativen Landwirtschaft produziert wurde, zum Beispiel. Ja, und das, also wir sehen das schon so, das gibt schon tolle Initiativen und es ist ganz wichtig eben einfach, dass wir uns gut vernetzen und dann eben auch den einen und anderen sagen, guck mal, da gibt es schon die, die machen schon das und so weiter und dann eben gemeinsam stark sind. Ja, und die Genossenschaft, die wir jetzt gerade gründen, die hat sich speziell schon mit dem Thema Terra Preta beschäftigt. Wir wollen also regionale Standorte aufbauen, aber wir wollen auch eben dazu beitragen, dass die Produkte der Landwirtschaft viel günstiger werden. Ja, und das geht eben dadurch, dass eben auch ganz viele Bäuerinnen und Bauern in der Genossenschaft Mitglieder werden, ja, und dann eben da mitmachen und dann eben auch da den Vorteil haben, dass sie auch beraten werden, ja, zum Beispiel kostenlos, ja, und sehen können, was ist richtig, ja, was mache ich jetzt am besten mit meinem Betrieb. Vielleicht gerade noch ein Punkt dazu, also Bea, an deine Adresse, was brauchen wir in diesem Zusammenhang von der Politik? Aus meiner Warte heraus brauchen wir die aufsuchende Humusberatung. Also wir brauchen einfach, es gibt Leute, die wissen, wie man Landwirtschaft betreiben muss, damit Humus aufgebaut wird. Die müssen Klinken putzen, die müssen da vorbeigehen, die müssen mit den Leuten sprechen, die müssen denen das zeigen, die müssen Best-Practice-Beispiele müssen wir sehen, damit es umgesetzt wird. Humusaufbau ist eine ganz wichtige und gute Sache. Und Joachim, zu dem, was du gesagt hast, ich bin der größtenteils alles gut, bin ich einverstanden. Wir müssen nur zwei Sachen müssen wir noch zurechtrücken. Und zwar, das eine ist das Thema Humuszertifikate und das andere ist das Thema Klimaneutralität. Klimaneutralität wird so ein bisschen inflationär verwendet. Und ich bin klimaneutral, Freiburg ist klimaneutral, Rheinland-Pfalz ist klimaneutral, Deutschland ist klimaneutral. Und das muss man einfach mal ganz nüchtern betrachten. Klimaneutralität beinhaltet immer eine sogenannte Systemgrenze. Ja? Im einfachsten Fall bin das ich.
So, wie jetzt eben gesagt hast, also ich habe wahrscheinlich eine gute Klimabilanz. Ja, also wenn ich jetzt nur mich betrachte, bin ich jetzt vielleicht, letztes Jahr war ich sogar unter Null, weil ich habe nämlich Pflanzenkohlezertifikate gekauft, ja, die CO2-negativ sind. Und ich bin da sehr, sehr logischerweise, achte ich da sehr drauf. Das ist aber vollkommen irrelevant. Also das muss man einfach sich jetzt mal vergegenwärtigen, dass ob Daniel Kreich klimaneutral ist, ist irrelevant. Ob irgendeine Stadt klimaneutral ist, ist irrelevant. Die einzige Systemgrenze, die relevant ist für das Konzept der Klimaneutralität, ist der Planet. Deswegen ist es so ein bisschen widersinnig zu sagen, hey, du musst noch klimaneutral werden, weil das nämlich im umgekehrten Schluss jetzt bedeuten könnte, ich behaupte es jetzt einfach mal, ich bin klimaneutral, also ich bin super und ihr Schweine, ihr imitiert noch, ich bin fertig, wann macht ihr denn endlich mal was? Das missachtet so diese unterschiedliche Klimaverantwortung, weil ich würde jetzt sagen, jetzt mal jemand, der nicht am oberen Ende der Einkommensskala ist und vielleicht einen einfachen Job hat und mit dem Auto zur Arbeit fahren muss oder so, dem kann man nicht zumuten, klimaneutral zu sein. Und dann ist es auch okay, wenn diese Person, sagen wir, noch 5 Tonnen ausstößt. Aber jemand, der jetzt mehr finanzielle Mittel hat, der muss selbstverständlich viel mehr Senkenzertifikate kaufen, als dass er nur auf Null kommt. Oder andersrum gesprochen, der VW-Konzern, der jetzt anstrebt, klimaneutral zu werden, da muss ich sagen, das reicht nicht. Ihr müsst ganz deutlich ins Minus kommen, damit wir insgesamt weltweit klimaneutral werden. Ja? Deswegen bin ich kein Freund davon, Humus-Zertifikate mit dem Argument oder CO2-Zertifikate mit dem Argument, wird doch selber klimaneutral zu argumentieren. Nee, ich muss bei mir persönlich gucken, was kann ich leisten, finanziell leisten. Und so viele Zertifikate kaufe ich, damit ich bei minus 20 oder minus 100 Tonnen bin, keine Ahnung, ich sage jetzt mal irgendwelche Zahlen. Das ist der Punkt 1, weswegen ich das Wort klimaneutral ungünstig finde und das Thema seine persönliche Klimaverantwortung übernehmen viel günstiger finde, weil es einfach berücksichtigt, dass es Leute gibt, die halt mehr Möglichkeiten haben, die müssen deutlich ins Minus kommen, was das angeht, und andere eben weniger. So, und das andere betrifft die Humus-Zertifikate. Wer Humus-Zertifikate kauft, sorgt dafür, dass Geld, ich nehme da an, in sehr großer Wahrscheinlichkeit in eine gute Sache gesteckt wird. Es ist klar, dass Landwirte für den Humusaufbau, für den Mehraufwand bezahlt werden müssen, weil sie eine wichtige Ökosystemdienstleistung betreiben. Ich bin aber eher ein Freund davon, eher maßnahmenbasiert zu zahlen. Also wenn jemand eine Dauerbegrünung macht oder jemand eine Zwischenfrucht oder macht, kriegt er dafür x Euro, weil das was Gutes ist. Weil das Problem bei Humusmessungen ist die Messungsgenauigkeit. Üblicherweise, ich weiß jetzt nicht, wie ihr es macht, ich kenne es jetzt aus der Ökoregion Keindorf, da wird jetzt gemessen in 5 Jahren und in 10 Jahren und Differenz wird dann so und so viele Tonnen ausgezahlt. Da kann ich davon berichten, also ich habe mit Hans-Martin Krause vom Forschungsinstitut Biologischer Landbau, der auch im Landwirtschaft 5.0 drin ist, darüber gesprochen und er hat mir Daten gezeigt, also vom Fiebel-Institut in der Schweiz, die haben Vergleichsflächen, die direkt nebeneinander liegen, also wissenschaftlich optimal über, ich glaube, 45 Jahre begleitet und auf der einen gar nichts gemacht, auf der anderen konventionelle Landwirtschaft, dann Bio und dann Demeter oder irgendwie sowas und dann über die Zeit hinweg den Humus geplottet. Und man sieht, also beim Industriellen geht es linear runter und bei den anderen geht es rauf. Man sieht da also schon einen großen Unterschied. Nur das Problem ist, von der Messunsicherheit dauert es 8 Jahre, bis man zwischen diesen Extremen, dieser statistisch signifikant, überhaupt einen Unterschied sieht. Und es dauert, ich glaube, 14 oder 16 Jahre, bis man diese 4 Varianten, die Extremfälle sind, überhaupt auflösen kann. Also ist diese, wenn ich dann Messungen sehe, dass 1,45% Humus aufgebaut wurden, sorry, aber da kommt der Wissenschaftler raus, da ist so eine Unschärfe drauf. Deswegen ist es schwierig, das anhand dieses unscharfen Messwertes mit einem Preis zu belegen. Ja, das ist jetzt zum Beispiel,
bei den Pflanzenkohlezertifikaten völlig anders. Deswegen sollten wir diese CO2-Kompensationswerkzeuge, die sehe ich persönlich in drei verschiedenen Stufen. Die erste Stufe ist das, wenn man irgendwo hinfliegt, Atmosphäre oder was weiß ich was, kann man anklicken, hier CO2-Kompensation, 10 Euro die Tonne, klick und fertig. Was passiert da? Da werden irgendwelche holzsparenden Öfen in irgendein afrikanisches Dorf verschenkt oder es werden irgendwo angeblich Bäume gepflanzt. Ja, dann ist das Geld da und ich sage jetzt mal vereinfacht das Prinzip Hoffnung. Wer weiß, wie groß der Baum wird? Vielleicht wird er vom Klimawandel hingerafft oder er geht da gar nicht an oder wird umgesägt. Man weiß es nicht so recht. Vielleicht geht es in eine gute Richtung. Sehr viel Unsicherheit. Dann kommt für mich Level 2, das sind die Humuszertifikate. Da weiß ich zumindest mal, das Geld, was ich da reingebe, geht zu Bauern, die was Richtiges tun. Aber ich muss mir darüber im Klaren sein, dass es keine ganz genaue Widerhall gibt. Ich habe so viel Geld bezahlt, deswegen kriege ich so viel Kohlenstoff im Boden. Das kann auch ein bisschen anders aussehen. Ja? Aber auf jeden Fall sehe ich schon mal, sehe ich das als ein höherwertiges Zertifikat. Und das Unique, die Champions League unter den CO2-Zertifikaten ist ganz klar das Pflanzenkohle-Zertifikat. Weil dort habe ich jetzt einzigartig die Möglichkeit, wirklich völlig rigoros vom, sage ich mal, Anbau der holzigen Biomasse bis hin zur Pflanzenkohleerzeugung, bis hin zum Boden. Im Boden wird es nicht abgebaut, maximal 0,3% pro Jahr. Kann ich also wirklich absolut wissenschaftlich gesichert zu jedem Zeitpunkt ausrechnen, wie viele Kohlenstoffatome sind noch im Boden. Und da ist es völlig in Ordnung, da einen Preis dran zu machen pro Tonne CO2. Da kriege ich also wirklich pro Euro, weiß ich genau, was ich bekomme. Und ich habe ganz, ganz wenig Unsicherheit. Das sind so diese drei Stufen. Ja, deswegen ist die Frage, wie fördert man den Humusaufbau über diese Humuszertifikate? Ich finde die Argumentation, werd doch klimaneutral, kauf so und so viele Zertifikate, gefällt mir nicht so. Und diese implizite Messung, die impliziert, sie sei so genau, ist sie halt nicht. Da muss man irgendwie ein anderes Marketing für. Also vielen Dank, das war schon mal wichtig. Also wir sind voll d'accord. Ja, ich will nur mal ein paar Sachen nochmal ausführen, wie wir das eigentlich sehen. Also einmal, was du sagst mit der Kompensation, völlig bei dir. Wir haben über 400 Gigatonnen CO2 in 10 Jahren aus der Atmosphäre aktiv rauszuholen. Deswegen, also Klimaneutralität reicht nicht aus. Ja, ganz klar, wir müssen aktiv werden und deswegen ist also für uns der Humusaufbau auch ein aktiver Mechanismus. Ja. Aber uns geht es im Wesentlichen ja gar nicht darum, dass wir jetzt sagen, wir wollen jetzt einfach Zertifikate rausgeben. Und das die Hauptmotivation ist, wir wollen die Landwirtschaft verändern im positiven Sinne. Und deswegen wollen wir eben die Landwirtschaft animieren, ja, dass sie eben einen Parameter haben. Und das ist in dem Fall mal der Humus, weil der Humus ist sehr sensibel. Ja, du hast es ja angesprochen. Und uns geht es darum, dass wir eben nicht nur die Biobauern, sondern wirklich einen ganz großen Teil der Landwirtschaft bekommen und mit denen einen neuen Weg anschlagen. Ja? Weil Humusaufbau ist eine Umstellung. Der Betrieb muss ganz anders werden. Der muss den Boden verstehen. Der muss die Symbiose Boden, Pflanzen, Bodenleben verstehen und so weiter. Kreisläufe schließen. Und dann glauben wir am Ende, dass wir auf die Art und Weise, und für uns ist der große Unterschied zu vielen anderen Initiativen, die es auch machen, dass wir sagen von vornherein, es gibt mindestens 4 Pflichtkurse, die alle Betriebe, die da mitmachen wollen, auch absolvieren müssen in einer bestimmten Zeit und sie müssen sich auch beraten lassen. Ja, genau das ist die Hauptmotivation. Und dann sind unsere Zertifikate, oder wir sagen auch Prämien eigentlich, die sind ja auch freiwillig. Ja, es wird niemand gezwungen, es wird nicht irgendwo ein internationaler Standard, das könnten wir zwar auch machen, kriegen wir auch hin, aber das wollen wir gar nicht unbedingt. Und es geht vielmehr darum, eben Bewusstsein zu schaffen, ja, sowohl bei den Verbraucherinnen als auch bei den Betrieben. Also das ist Hauptmotivation, Landwirtschaft in eine positive Richtung verändern, sodass sie wieder ökonomisch auch sinnvoll wird für die Betriebe selbst, aber eben auch für die Natur, für uns alle, ja, was bringt und eben auch das Thema Humus und Klimaschutz verbindet. Wir machen das anders. Wir versuchen relativ regelmäßig solche Humusproben zu nehmen, also mindestens alle 3 Jahre und wollen die Kurven, also den Trend erkennen. Ja? Und der ist auch wissenschaftlich interessant, weil es gibt nur ganz wenig Daten bundesweit. Ja? Verdammt wenig Bodenproben, die wirklich ausgewertet wurden, wo man einen Trend sehen kann. Und das Gemeine ist ja, die Bundesregierung hat ja den ganzen Bodenhumus derzeit schon sozusagen selbst geschnappt, ja, also der in den Böden ist von Menschen, die Kirche hat in Deutschland fast 600.000 Hektar oder sowas, ja, und
Aber der Kohlenstoff da drin gehört unserer Bundesregierung. Die haben nämlich in die Klimabilanzierung eingebracht. Ja, das heißt also, alles, was mehr entsteht, Humus, das darf erst gewertet werden. Ich glaube, das war das, was ich dazu sagen wollte. Also grundsätzlich finde ich das genauso. Und Pflanzenkohle brauchst du mich nicht zu überzeugen. Ja, also das ist eines der Hauptthemen. Aber ich will nicht den Bauern sagen, ihr müsst jetzt Pflanzenkohle einsetzen. Das muss mit Arbeit passieren, das muss mit Kreislauf passieren, das muss Sinn machen. Und das macht auch Sinn, da sind wir uns völlig einig. Ja. Aber ich finde es wichtig, dass wir einfach so dass wir so das Gesamtsystemische erkennen. Also wir müssen nicht nur Pflanzenkohle in den Boden bringen, wir müssen die ganze Landwirtschaft im positiven Sinne verändern. Genau, es gibt ja keine sogenannte Silver Bullet, ne? Sondern es gibt nicht nur eine Maßnahme, die alles löst, sondern das ist ein ganzes Konzert, genau. Die zusammenpassen. Da bin ich auch völlig bei dir, ja. Und Franz, was du vorhin gesagt hast, fand ich auch ganz, ganz wichtig, den Zusammenhang. Ja, total richtig. Wir müssen eben auch, also eben Landwirtschaft in Deutschland 51,5% der gesamten Flächen. Ja, und was passiert gerade? Wir haben ja in diversen Städten, gibt es ja diese Ausgleichsfonds, also Töpfe sozusagen, Geld, viel Geld für irgendwelche Baumaßnahmen. Ja, wo Flächen versiegelt wurden, Städte, Logistikzentrum neu gebaut wurden, wo Straßen gebaut wurden. Und der ganze Mist, der derzeit da ist, den wir eigentlich gar nicht brauchen. Ja, Bodenversiegelung. Dann wird da Geld in einen Topf reingetan, der normalerweise von der Kommune eine Zeit lang verwaltet wird. Und die Kommune ist angehalten, damit bestimmte Ausgleichsmaßnahmen umzusetzen. Was passiert? Sie gucken, wo sie Flächen kriegen. Das heißt, wird wieder den Bauern eine Fläche weggenommen. Die Bauern sind natürlich sauer. Und da wird dann in der Regel irgendein Biotop angelegt. Ja, also ich bin auch absoluter Naturschützer. Deswegen finde ich das wichtig. Aber wir haben einen viel, viel, viel größeren Hebel für die Natur, wenn wir einfach es schaffen, in die flächendeckende Landwirtschaft zu gehen und da viel mehr Biodiversität aufzubauen, ja, wieder mehr Strukturen. Im Jahre 1850 hatten wir einfach die meiste Biodiversität in der Landwirtschaft, in der Kulturlandschaft, weil sie so abwechslungsreich war. Ja, da gab es Waldränder, Hecken, Obstwiesen, aber es gab eben viele kleine Parzellen mit diversen Früchten. Und das hat wirklich eine hohe Biodiversität, ja, Vögel, so Kleinsäuger und so weiter, Insekten gefördert. Und jetzt haben wir eine ausgeräumte Landschaft, selbst hier im Nordpfälzer Bergland, im idyllischen Bergland, riesengroße Schläge, Erosion ohne Ende. Ja. Also deswegen, da müssen wir weg. Und wenn wir schaffen sollten, politisch diese Mittel, die da in Töpfen da sind, die Kommunen sie gerade nicht loswerden, wenn wir die in die Flächenlandwirtschaft bringen, ja, egal mit welchen Maßnahmen, aber sinnvollen Maßnahmen eben, haben wir viel mehr erreicht, wenn wir irgendwo ein Biotop anlegen, ein Feuchtbiotop. Genau, das ist auch der Ansatz, den wir mit Landwirtschaft 5.0 haben, mit diesen zwei Streifen, dass eben einfach die Biodiversität inhärentes Element von allen Flächen ist, weil die Biotope müssen halt auch vernetzt sein. Franz, das weißt du wahrscheinlich viel besser als ich. Es gibt da Bienen, die fliegen nur 100 Meter weit, ne? Und die können dann nicht einen 2 Kilometer Schlag dann überbrücken. Ne? Das funktioniert nicht, wenn ich nur ein schönes Schutzgebiet habe und rundherum ist die Agrarwüste, ne? Ja, also ich bin da auch voll dabei. Die Qualität muss sich ändern. Nicht so Inseln von einem Biotop, sondern in der gesamten Fläche muss sich die Qualität der Landschaft, der Landwirtschaft ändern. Und da denke ich, wenn diese Gelder da sind von den Ausgleichsmaßnahmen, ist das sicher auch ein guter Topf, den man da anzapfen kann. Andererseits, die Flächenversiegelung sollten wir trotzdem kritisch betrachten. Also es kann ja auch nicht so weitergehen, dass ständig weitere Flächen versiegelt werden. Da müsste auch, und ich glaube, da ist sogar die Landwirtschaftskammer auch dafür, dass es da ein Enddatum gibt, wo man sagt, ab da darf es nicht mehr Flächenversiegelung geben. Daran muss auch gearbeitet werden. Ne? Ich würde an der Stelle noch mal eine Frage aus dem Chat an Franz stellen, wenn wir jetzt schon so bei Insektenschutz und so sind. Es gibt ein neues Insektenschutzgesetz. Und es wurde gefragt, wie ihr denn dazu steht. Und ich würde sagen, Franz kann vielleicht erstmal anfangen und ein bisschen erklären, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Aber zumindest, ich glaube, das ist schon nochmal ein wichtiges Thema. Von daher würde ich vorschlagen, dass du nochmal kurz erklärst, worum es in dem Gesetz geht. Und dann genau, könnt ihr dazu nochmal kurz was sagen. Also zunächst muss ich korrigieren. Es sollte ein Insektenschutzgesetz geben oder werden. Aber jetzt ist es kein Insektenschutzgesetz geworden, sondern es ist eine veränderte Pflanzenschutzmittelausführungs- oder Anwendungsverordnung, so heißt es, glaube ich, geworden und eine Ergänzung oder Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes. Also das Wort Insektenschutzgesetz ist nicht mehr. Also kann man sich darüber streiten, ob das jetzt sehr sinnvoll war oder nicht. Und die ursprünglich anvisierten Ziele sind schon
reduziert worden. Also es ist jetzt nicht so im Sinne der Landwirtschaft streng geworden, sondern es ist relativ entkräftet aus unserer Sicht. Was wir gut finden, ist, dass zum Beispiel die Gewässerränder berücksichtigt werden, wobei das nur für die Gewässer der ersten und der zweiten Ordnung gilt, weil die Gewässer sind ganz, ganz wichtige Strukturen in unserer Landschaft. Und mit den zunehmenden Dürren werden Gewässer ja immer wichtiger. Da ist es natürlich für den Landwirt toll, wenn er seinen Acker an einem Gewässer hat, weil dann hat er vielleicht ein bisschen bessere Versorgung mit dem Wasser, wenn es wirklich zur Dürre kommt. Andererseits erwarte ich auch dann, dass er eine gewisse Verantwortung dafür übernimmt. Und da ist jetzt vorgesehen, dass es in einem gewissen Bereich entlang der Gewässer halt eine reduzierte Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln gibt. In diesem, in Anführungszeichen, Insektenschutzgesetz beziehungsweise in der Pflanzenschutzmittelanwendungsverordnung. Eine andere Sache ist ja die Düngeverordnung. Da gibt es auch Einschränkungen. Das war ja vorhin auch angesprochen worden, die roten Gebiete und so weiter. Also das ist natürlich sehr wichtig. Für die Biodiversität ist wichtig, dass da diese Überdüngung zurückgeht. Nicht nur wegen dem Nitrat im Grundwasser und dem Lachgas in der Atmosphäre, sondern viele Pflanzen brauchen einen mageren Boden. Und auf diesen Pflanzen gibt es dann wieder Insekten, die ganz spezifisch sind und nur diese Pflanzen besuchen. Und deshalb für die Biodiversität ist wichtig, dass es Gebiete gibt, die nicht überdüngt sind, die sehr mager sind. Und deshalb ist, denke ich, auch das ein wichtiger Aspekt für die Biodiversität. Insgesamt bin ich ein bisschen enttäuscht von dieser Verordnung, die da jetzt verabschiedet wurde, weil es auch sehr viele Ausnahmen zulässt. Der Weinbau ist rausgenommen, der Obstbau ist rausgenommen, der Hopfenbau, glaube ich, und noch ein paar mehr Sonderkulturen. Also ich denke nicht, dass es die Landwirtschaft sich jetzt da sehr beklagen muss, dass sie jetzt in ihrer Arbeitsweise stark eingeschränkt wird. Auch die Natura 2000-Gebiete sind nicht drin. Ich persönlich finde es grundsätzlich gar nicht gut, wenn man pauschal sagt, die und die Gebiete sollen jetzt so und so bewirtschaftet werden. Ich hatte es ja am Anfang gesagt, wir sprechen uns dafür aus, wissenschaftlich erstmal zu gucken, wo was passiert, wo es Probleme gibt und dann gezielt in diesen Hotspots mit den Landwirten, mit den Naturschützern, mit den Verbraucherinnen und vielleicht mit den Wasserversorgern, das sind ja ganz wichtige, die haben ja große Probleme auch mit der Wasserqualität, diese Probleme anzuschauen, mit den Landwirten vielleicht ein Programm zu entwickeln für die, sagen wir, 2 Jahre und danach guckt man wieder, ob sich es gebessert hat und dann entscheidet man erst, ob man dort gewisse Maßnahmen dann festlegen muss. Das ist so unsere Gangart. Ja. Aber insgesamt, denke ich, ist es auf jeden Fall gut für die Biodiversität, ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ja. Ja, wir haben jetzt nicht mehr sehr viel Zeit, aber gibt es noch Dinge, die ihr gerne noch erzählen wollt oder ansprechen wollt oder wo ihr sagt, das ist euch noch wichtig, den Zuhörern und Zuhörerinnen mitzugeben oder das ist euch irgendwie noch, ja, einfach so ein Anliegen. Genau, dann würde ich vorschlagen, machen wir nochmal so eine Runde. Ja, ich hätte tatsächlich noch so das Thema der Agri-Photovoltaik und das wäre tatsächlich auch an deine Adresse, Bea, wenn du mal politisch was bewegen kannst. Die Agri-Photovoltaik ist ja eine schöne Flächendoppelnutzung einfach. Auf der einen Seite, dann es gibt viele schattentolerante Kulturen, die davon auch sogar profitieren, dass sie keinen Sonnenbrand bekommen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil es inzwischen zu starke Sonneneinstrahlung dort gibt, auch Thema Dürre. Das ist also eine ziemlich gute Sache, diese Agri-Photovoltaik, und kann uns aus dieser Flächenkonkurrenz rausbringen. Im Moment ist es tatsächlich so, also ich habe jetzt 3 Landwirte im LW50, die da was bauen, oder ein Landwirt, der auf 3 Flächen was bauen möchte. Und die Bürokratie, das durchzubekommen, ist einfach der Wahnsinn, muss man sagen. Flächennutzungspläne, Bebauungspläne ändern, hier Antrag sowieso. Also wenn jemand das bauen will, ja, bis er tatsächlich bauen kann, vergeht locker mal 1 Jahr. Und das ist einfach vollkommen inakzeptabel. Ich sage da immer ganz gerne, wir brauchen auch Verwaltung for Future. Weil
Ich muss wirklich sagen, also der dümmste Grund, warum die Menschheit aussterben sollte, ist, dass sie nicht in der Lage war, die Genehmigungen zu erteilen, die notwendigen Technologien zu ihrer eigenen Rettung zu erlauben. Ja? Das ist einfach ein unerträglicher Zustand, der muss sofort aufhören. Und eine ganz einfache Lösung, was man machen kann, weil Photovoltaik auf dem Feld, keine Schadstoffe, nichts in irgendeiner Weise, was irgendwie die Landwirtschaft beeinträchtigen könnte, wenn das hoch genug ist und er kann weiter mit seinem Trecker fahren. Das Ding ist einfach ein Hagelschutznetz. Weil für ein Hagelschutznetz brauche ich keine Baugenehmigung, brauche ich gar nichts. Und das müssen wir brauchen Vorratsdaten, wir brauchen Vorratsbeschlüsse vom Gemeinderat, wo es einfach heißt, jeder Landwirt, der das machen will, der, und da ist das Fraunhofer ISE sicher im Moment gerade dran, eine Anlage nach Typ ABC mit diesen und jenen Eigenschaften baut, darf bauen, Punkt um. Sonst beschäftigen sich unsere, ich weiß nicht, Landratsämter, Gemeinderäte deutschlandweit 100.000 Mal mit dem gleichen völlig trivialen Problem, darf der Landwirt ein paar Solarmodule über seinen Acker schrauben. Das kann echt nicht mehr möglich sein im 21. Jahrhundert. Ja, was wir dazu im Klimaplan drinstehen haben, ist, dass es ein privilegiertes Vorhaben werden soll. Also, oder so. Wenn, genau, da gibt es so eine Liste auf Bundesebene, da steht, was für Sachen man bauen darf, für die man halt nicht so einen Bebauungsplan erst schreiben muss. Und da könnte man das einfach hinzufügen, so ein Wort in so ein Dokument reinfügen und es wird ganz viele Probleme lösen. Aber ja, wir können uns vielleicht auch, wenn wir dann gewählt sind und im Landtag sind, nochmal darüber unterhalten, falls das auf Bundesebene zu lange dauert, ob man dann nicht auch auf Landesebene Lösungen finden kann, um das einfach stark zu fallen. Ja, da stimme ich dir vollkommen zu. Ja. Gehen wir mal weiter an Joachim und Franz. Also ich möchte gerne alle einladen, die Interesse haben, hier an unserem Stiftungssitz Hengsbacher Hof. Wir haben nämlich im letzten Jahr den Weg in die Zukunft aufgebaut und da geht es einfach darum, weg von der Theorie hin zur Praxis, einfach mal gucken, erleben, ja, wie sowas aussehen kann. Wie kann so eine Landwirtschaft aussehen, wenn sie anders ist? Also wir sagen sogar Gartenlandwirtschaft, weil wir auch das Vielfältigere da auch sehen wollen. Ja, und wir haben ganz viele verschiedene Sachen hier schon umgesetzt. Wir haben Agroforstsysteme, wir haben auch einen Waldgarten, einen kleinen Waldgarten. Wir haben eine naturnahe Schutzwasseraufbereitung und bewässern damit unser Agroforstsystem. Wir haben Hühnermobil, wir haben also Therapreta-Produktion, also wirklich das Ganze. Und das Ganze ist auch so eine Art eben Parcours. Ja, und wir haben jeden letzten Samstag im Monat hier Besucherinnen-Tag von der Stiftung. Ja, und da gibt es eben auch tolle Diskussionen mit den Menschen, die sich dafür interessieren, egal wo sie herkommen, ja, und wie sie sich an dem Thema nähern möchten. Aber wir laden auch wirklich ein, herzukommen, sich anzuschauen, sogar mal mitzuarbeiten im Market Garden. Wir haben einen tollen Market Garden hier mit ganz vielen tollen jungen Menschen, die hier mitmachen. Deswegen, also alle herzlich eingeladen, mal zum Hengsbacher Hof zu kommen im Nordpfälzer Bergland. Ja, ich war da auch schon, es lohnt sich. Also ich fand es super interessant. Ja. Kann ich auch nur empfehlen. Da gibt es dann auch noch ganz viel mehr zu erzählen, weil es gibt natürlich auch noch super viele andere Themen, über die wir eigentlich heute auch noch reden wollten. Aber ich fürchte, dann geht die Diskussion noch so ein paar Stunden, weil es wirklich viele interessante Sachen gibt. Aber ja, dann lohnt sich auf jeden Fall nochmal bei der Stiftung Lebensraum vorbeizuschauen. Franz, magst du anfangen? Ja, ich würde dazu sagen, wer das Projekt Landwirtschaft 5.0 weiterverfolgen möchte, unsere Webseite fyi-landwirtschaft5.org kann man Newsletter abonnieren. Der kommt sowieso vielleicht monatlich und da gibt es jetzt demnächst nochmal eine Einladung zu unserem 5. Symposium. Da kann man dann auch online zuhören, wenn wir wieder die nächsten Themen der Landwirtschaft der Zukunft besprechen werden. Ja, vielleicht. Ich fasse mich auch so ähnlich kurz. Wir haben auch zum Thema Artenschutz eine eigene Seite eingerichtet, artenschutz-rlp.de. Und wir haben gerade am Freitag auch die Kandidierenden der Landtagswahl mit Wahlprüfsteinen beglückt. Und die werden dann demnächst da drauf veröffentlicht. Und da gibt es auch Newsletter und da können wir gerne über den Artenschutz und die Landwirtschaft sprechen. Ja. Ja, da gibt es auch noch sehr viele Punkte, auf die wir jetzt noch nicht so viel eingehen konnten. Es gab auch im Chat noch den Kommentar, dass Biodiversität oft am Geld scheitert. Wer noch Ideen hat, ich meine,
bei der Klimaliste, wir freuen uns total über neue Ideen auch, was es für Möglichkeiten gibt, was man umsetzen kann, was sich auch im Landtag ändern muss. Unabhängig davon, ob wir gewählt werden oder nicht, werden wir natürlich versuchen, uns dafür einzusetzen, dass die Sachen sich ändern. Wir können da ja auch Einfluss nehmen auf andere Parteien, auch im Wahlkampf. Das heißt, auch da, wenn Leute Ideen haben, schreibt super gerne eine Mail an mich. Also meine E-Mail-Adresse steht auf der Website von der Klimaliste, wenn ihr auf das Bildchen von mir klickt. Oder auch einfach an die Klimaliste, info@klimalistelp.de. Genau, wir freuen uns auf jeden Fall da über Ideen, weitere Impulse. Ja, zum Abschluss machen wir immer eine Runde. Was ist eure Vision für das Rheinland-Pfalz der Zukunft? Die Runde können wir noch machen und danach würde ich vorschlagen, dass wir diese Diskussionsrunde erstmal beenden für heute. Ja, ich kann ja mal anfangen. Also was unsere Vision von der Klimaliste ist und auch meine persönliche Vision ist zum einen, dass die Menschen wieder Visionen entwickeln für die Zukunft. Deswegen gibt es diese Abschlussfrage aber auch, weil wir finden, dass viel zu wenig über Visionen geredet wird. Und es gibt wahnsinnig viele tolle Konzepte, die man umsetzen kann. In der Landwirtschaft, aber auch in der Mobilität und in der Wirtschaft und für die Energiewende. Und es gibt einfach super viele Konzepte mit so positiven Synergien. Und das ist was ich total wichtig finde, dass wir wieder anfangen, darüber zu reden, was es für Möglichkeiten gibt, wo wir hinkommen können. Und dass wir da auch die Klimakrise nicht nur als eine schlimme Gefahr begreifen, sondern als Möglichkeit, Dinge wieder zu verändern und anzupacken und dann gemeinsam auch die Zukunft zu gestalten. Und es natürlich so zu machen, dass wir klimaneutral werden, ganz klar, ne? Klimakrise in den Griff bekommen. Natürlich auch dabei auf die Biodiversität, die Artenvielfalt achten, das Wasser und dass alle mitkommen. Also dass wir das Ganze sozial gerecht gestalten und wir halt nicht jetzt zum Beispiel hier auf der Bühne entscheiden, ja, die Landwirte, keine Ahnung, dürfen jetzt nicht mehr spritzen oder müssen jetzt Humus aufbauen oder so, sondern dass wir das gemeinsam machen, dann miteinander reden und einfach Lösungen finden, die für alle gut sind. Und ich bin überzeugt davon, gerade aus der Zeit, wo ich den Klimaplan mitgeschrieben habe, dass es da super viele Möglichkeiten gibt. Ja, und dass wir anfangen, die umzusetzen und auch die Rahmenbedingungen entsprechend zu setzen. Das ist mein Wunsch für das Rheinland-Pfalz der Zukunft und wo wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten darauf hin zulaufen können. Wer möchte von euch weitermachen? Okay, dann mache ich weiter. Also ich sehe das so ähnlich. Ich würde es vielleicht ein bisschen anders, andere Schwerpunkte setzen. Also das Wichtigste, denke ich, ist, dass es wieder mehr Lebensmittelpunkt auf dem Land gibt. Ein richtig gutes, wie auf dem Land, Gefühl muss es geben. Und ich glaube, das ist auch sehr durchaus realistisch, dass auch vielleicht hat sogar Corona dazu beigetragen, dass Menschen sich vielleicht wieder auf dem Land wohler fühlen. Wichtig ist mir, dass die Landwirte sich nicht mehr so an der Wand stehend fühlen, existenziell bedroht, sondern dass die, und da ist natürlich die Brüsseler Entscheidung ganz wichtig, dass es da eine Möglichkeit gibt, diejenigen, die wirklich Probleme haben, existenzielle Probleme haben, dass die aus dieser Situation herauskommen. Und ich sehe das in direktem Zusammenhang auch mit einer Veränderung der Politik zu anderen Ländern dieser Welt, weil ich denke, dass nicht nur das Klima weltweit global zusammenhängt, sondern auch dieses Gefühl, sich hier in Rheinland-Pfalz auf dem Land wohlzufühlen, hängt auch damit zusammen, wie es in Brasilien oder in Afrika zugeht, ja, und wie wir mit den Menschen dort zusammen agieren. Also das Zusammenleben muss vielleicht global betrachtet werden, aber auch in Rheinland-Pfalz, dass man sich zusammensetzt und nach Lösungen sucht. Und ich glaube auch, dass es dann ohne weiteres möglich ist, die Biodiversität damit zu bedenken und weiterzuentwickeln. Ja. Also ein gutes Wir-Gefühl und die Landwirtschaft stärken mit regenerativer Landwirtschaft und so weiter, die wissenschaftlichen Grundlagen stärken, alles das gehört zusammen. Aber ich glaube nicht, dass das schwierig ist. Wir müssen es einfach anpacken und vielleicht beim nächsten Mal noch zwei Landwirte und zwei Winzer mit in den Zoom reinnehmen. Das wäre vielleicht mein Wunsch. Oder vielleicht machen wir nach der Landtagswahl
mal eine größere Runde. Vielleicht kann man dann sogar wieder ein Live-Treffen machen. Also das glaube ich, müssen wir machen, uns zusammensetzen und miteinander reden. Ja, ja, dann mache ich mal weiter. Ich wünsche mir für Rheinland-Pfalz, insbesondere für den ländlichen Raum, eine ökologische und sozioökonomische Transformation. Ja, also ich denke schon, wir müssen ganz viele Sachen begreifen. Wir müssen begreifen, dass wir in einer dramatischen Krise stecken. Ja, also das ist einfach so. Ja, wir haben die Klimakrise und viele andere Probleme. Und wenn wir da nicht bald was tun, dann wird es sich nicht mehr aufhalten lassen. Aber ich bin positiv, ich bin ein positiver Mensch. Deswegen wünsche ich mir, dass wir eben gemeinsam versuchen, gerade den ländlichen Raum zu verändern im positiven Sinne, weil wir sehen eigentlich im ländlichen Raum den großen Hebel. Ja, nur der ländliche Raum kann die Städte retten. Das wird so sein. Und ganz konkret, ja, eine neue Form von Landwirtschaft mit allen, ne, die das mitmachen wollen. Wir brauchen auch neue Wirtschaftssysteme. Ja, wir hatten vorhin das Genossenschaftssystem angesprochen. Wir müssen einfach auch da viel sozialer und fairer werden. Ja, wir müssen ganz anders damit umgehen, mit den Ressourcen, die wir haben. Wir brauchen eine regionale Wertschöpfung. Ja, das kann bei der Kommune anfangen. Eine Kommune hat so viele Potenziale, die überhaupt nicht gehoben werden. Ja, allein die Menschen, die da sind, die da leben, die jetzt irgendwo mit einem Auto in irgendeinen Stadt- oder Ballungsraum fahren und da arbeiten, 8 Stunden, wieder hierher fahren und so weiter, dramatisch. Ja, also, so viel machen. Und ich wünsche mir auch, dass junge Menschen halt viel mehr auf dem ländlichen Raum bleiben oder wieder hierher ziehen. Wir haben mit der Stiftung so ein Thema geprägt, das heißt Zukunftsdörfer. Ja, also Dörfer werden autark. Ja, klar sind sie irgendwo auch noch ein Stück weit abhängig, aber ganz viel können sie selber organisieren. Energie, Pflanzenkohle-Themen, aktiven Klimaschutz, ja, neue Form von Landwirtschaft, das Ganze. Und ich glaube auch, wenn wir es richtig angehen, dann kann es auch richtig Spaß machen, ja, und kann Leute begeistern. Das ist auch meine Motivation. Okay, jetzt habe ich schon so viel gesagt. Ja, das ist ganz schön gefährlich, mir so eine Frage zu stellen, wie sieht das Rheinland-Pfalz der Zukunft aus? Also mit meiner Herkunft kann ich eigentlich nur sagen, also Rheinland-Pfalz der Zukunft ist an Saarland angegliedert. Ne? Und dann wird alles gut, ist doch klar. So wie die anderen Bundesländer auch. Sehr gut. Wenn das Rheinland-Pfalz in Saarland angeht, kann ich einfach alles Rheinland-Pfalz nennen, ne? Dann ist das okay. Föderalismus abschaffen, könnten wir auch mal drüber reden. Das wehrt sich gerade nicht so richtig gut. Nein, ihr habt das ja schon sehr schön zusammengefasst. Also ich finde es auch wichtig, dass diese bürgerlichen Strukturen, die dörflichen Strukturen gestärkt werden, unsere Landschaft wieder kleinteiliger und vielfältiger wird und so Landwirte wie ein guter Freund aus Landwirtschaft 5.0, der hat nur 10 Hektar, ja, aber er macht einfach alles in Direktvermarktung und kann wunderbar leben mit seiner Familie. Die Frage ist schon, warum braucht jemand, der 100 Hektar hat, 10-mal so viel Geld, Idee, also diese erste Säule, diese Flächenprämie ist einfach absurd. Wir müssen einfach dahin kommen, dass Geld dafür gegeben wird, dass die Leute das Richtige tun und nicht das Geld dafür gegeben werden, dass die Leute möglichst effizient und groß alles machen. Und da ein Stück weit hinkommen, dass die Menschen wieder zueinander finden, miteinander reden, die Leute vor Ort kennen, wissen, wer ihre Lebensmittel erzeugt, statt irgendwo anonym Zeugs einzukaufen und sich dann in die Mikrowelle zu schieben. Das wäre einfach eine gute Sache. Wieder kochen lernen, Spaß dran haben und sich pflanzlicher ernähren. Aber ihr wisst ja, im Saarland heißt es ja Hauptsache gut gess. Schön. Gut, dann würde ich sagen, dass wir diese Runde jetzt an dieser Stelle beenden. Danke, dass ihr da wart. Ich fand es wieder super interessant. Ich hoffe, dass auch alle Leute im Chat viel, also im Chat, im Livestream viel mitnehmen konnten. Und genau, ihr dürft uns bestimmt auch allen vielen gerne Nachrichten schreiben, wenn ihr Interesse habt oder Fragen habt zu den Projekten. Ja, danke, dass ihr auch dabei wart an alle Menschen im Livestream. Und wünsche euch noch einen schönen Abend. Super, dass ihr da wart. Danke, gleichfalls. Danke. Tschüss.